Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Hunter-Runde. Jetzt auch mit neuem Bild. Haha, so neu ist das Bild gar nicht. Wie ihr vielleicht sehen könnt, wir sind ein Spieler zu wenig heute. Der gute Dark Flo ist leider ohne Angabe von Gründen einfach nicht erschienen. Und wir haben lange hin und her überlegt, was wir denn machen. Und wir haben uns entschieden, wir spielen, auch wenn er nicht da ist, trotzdem weiter, weil es ist, sonst würde sich das Ganze wieder ein bisschen länger noch hinten rausziehen. Und wir haben jetzt ja schon so lange nicht mehr gespielt. Wir sind alle heiß drauf, eine Runde Hunter the Virgil zu spielen. Obwohl, wenn ihr es zum ersten Mal guckt, der wartet jetzt hier total coole Hunter the Virgil-Regelkünste, dann seid ihr wie immer bei mir falsch. Ich nutze das System eigentlich nur, um Grundlagen zu schaffen und hin und wieder mal auf grundlegende Spielmechaniken zurückzugreifen. Ansonsten spielt das Regelsystem bei mir keine große Rolle. So viel als Disclaimer vorweg. Mit mir dabei heute der Sleepnose als Constantine Hardcastle, der Alucard als John Blair und der gute Beru als Dave O'Malligan. Und ja, ihr könnt auf YouTube auf jeden Fall noch die ersten Teile gucken, das empfehle ich euch ziemlich, denn es geht mit dieser Gruppe ziemlich drunter und drüber. Viel ist passiert in den letzten Sitzungen, in den letzten fünf, die wir hatten. Es sind erst 5 mal 2,5 Stunden, aber trotzdem ist schon jede Menge passiert mit den eigentlich 4 Neulingen im Hunter-Business. Und wir können euch jetzt nicht alles erzählen, was bisher geschehen ist, aber der Beru hat sich bereit erklärt zu sagen, was beim letzten Mal passiert ist. Und darüber sind wir alle ziemlich froh. Ich packe mir eine leckere frische Briseflasche. Es gibt natürlich auch andere Wasser, aber frische Brise gibt es hier. Lecker. Und trinke ein bisschen, während der Beru erzählt. Was beim letzten Mal geschah? Also beim letzten Mal begann es damit, dass wir eigentlich noch im Hotel waren, nachdem wir eine Gruppe untote oder untot erscheinende Wesen getötet hatten. Unser Johnny hatte dann leichtsinnigerweise eine schwarze Masse mit seinem T-Shirt aufgesammelt. Das war noch im vorletzten Teil zum Ende. Und da kroch, sage ich mal, so schwarze Masse seinen Arm hoch. Und Dave hat dann, um Schlimmeres zu verhindern, so die Hälfte seiner Oberarmmuskulatur extrahiert mit einem Messer. Gut, während Konstantin schreiend am Boden lag, und John sich um Konstantin gekümmert hat, hat dann, Dave den Arm von Johnny verbunden. Wir haben dann noch die Tüte mit dem schwarzen Zeugs geschnappt, wo das T-Shirt von Johnny drin war. Da hatte eigentlich Dave dem John die Aufgabe übertragen, sich darum zu kümmern, hat er aber erstmal gemacht. Als wir aus dem Hotel rausgekommen sind, mussten wir leider feststellen, dass draußen auch ziemlich viel los war. Heilloses Durcheinander, Soldaten am Kämpfen, Schießen, halb tot, durch einen komischen Hund zerfleischt. Und außerhalb der Absperrung war auch ziemlich Tohuwabohu mit Schaulustigen. Wir mussten uns da ziemlich durchkämpfen und während Dave eigentlich Konstantin und Johnny am Schlawittchen gepackt hat, hat dann Johnny im Tohuwabohu die Chance genutzt, sich die Tüte zu greifen und in die Hose zu stecken, was ja so gar nicht auffällt. Und letztendlich konnten wir dann mit einem Taxi dann das Weite suchen, um dann wieder unserer Heimatbasis anzukommen. So, erstmal schien alles normal. Wir gingen rein in unsere Metzgerei und wollten duschen gehen, ja, weil wir doch mit ziemlich kontaminiertem Zeugs in Verbindung geraten sind. Doch Johnny hat sich standhaft gewehrt. Er wollte ums Verrecken nicht duschen gehen. Im Gegenteil, er wollte wieder raus. Hat dann vor allen Dingen Dave dann unterbunden mit einem Schlag in den Nacken. Und dabei fiel dann auf, dass er die schwarze Soße in der Hose hatte.
Genau, er wollte, ne, davor war er noch auf Toilette und wollte das verschwinden lassen, wollte flüchten und dann kam er raus und dann wollte er gehen und Dave hat ihn dann ausgenockt, ausgezogen, das Zeugs alles in unsere altbekannte Klappe rein, geduscht und zuvor gab es noch einen kleinen Brandanschlag von Johnny, der in der Toilette kleinen Brand ausgelöst hat, um einen Feueralarm auszulösen, so als Motto, wir gehen jetzt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das hat Dave dann geflissentlich ignoriert. Und so sind wir dann wider Johnnys Willen dann weiter rein in unsere Zentrale, die wir dann allerdings menschenleer gefunden haben. Der Alarm lief immer noch. Dann gingen wir erstmal in das Büro unserer Chefin. Und wollten die halt aufsuchen. Johnny schmeckte der Alkohol auf einmal nicht mehr. Der Grund liegt darin, während wir noch im Hotel waren und er dieses schwarze Zeugs am Arm hatte, hatte er nämlich einen kleinen Blackout, könnte man sagen. Er war auf einmal auf einer anderen Welt, zumindest mal sein Geist, die ziemlich dunkel war, mit einem Meer von diesem schwarzen Gesubs, wo er dann so von Stein zu Stein wie in einem Computerspiel à la Mario hüpfte. Und er hörte irgendwelche Stimmen, die versucht haben, ihn zu beeinflussen und die auch sehr konspirativ erscheint. Davon weiß die Gruppe natürlich nichts, das weiß nur er. Und in der Folge dessen, als Nebenwirkung mag er auf einmal kein Alkohol mehr. Was jetzt aber den Helden nicht wirklich oder den anderen nicht so wirklich aufgefallen ist. Wir haben dann noch einen kläglichen Versuch unternommen, den Computer von Mother zu hacken, beziehungsweise das Passwort einzutippen, aber leider ging das nicht. Computer ist jetzt hinüber oder gesperrt, wie auch immer. Ja, Alarm war immer noch. Wir raus aus dem Büro, erstmal noch das Büro verwüstet, dass es so aussah, wie wenn andere im Büro drin gewesen wären. Wahrscheinlich auch ein kläglicher Versuch, um irgendwas zu verschleiern, was dann uns nachher unter die Nase gehalten wird. Aber das wird ja dann der liebe Spielleiter bzw. Warte dann entscheiden oder nicht. Dann ging es weiter auf die Suche. Es gab seltsame Geräusche, die der eine oder andere gehört hat, denen wir gefolgt sind. Und so gelangten wir in einen Gang, wo links und rechts Zellen waren, die allesamt leer waren, ich glaube auch offen, bis auf eine. Und vor dieser einen verschlossenen Zelle zumindest war ein Bienenschwarm, dessen Bienen dann aber immer in einen Raum wollten, immer so gegen eine Scheibe von dieser Tür geditscht sind. Die haben uns aber jetzt nicht wirklich angegriffen dann an der Stelle. Wir haben in den Raum reingeguckt, da war irgendwas mit dem Namen Gaia stand da. Und Gaias Experiment oder irgendwie Ja, sowas in das die war Richtung. draußen, da waren so Akten Genau, angeklebt, genau. irgendwas mit Gaia oder Gaias Kind oder Gaias Kind, genau. auf und auf jeden Fall lag da drin eine blonde Frau in Laborklamotten, reglos, ob tot oder nicht tot, wissen wir nicht. Und von dort aus ging es dann weiter in einen relativ großen Bürotrakt, so ein riesen Gemeinschaftsbüro mit einzelnen Zellen, wie man es halt so Großraumbüro halt kennt, wo halt auch niemand war, die Computer aber teilweise noch an, teilweise noch so Klamotten an den Stühlen, aber ansonsten halt menschenleer. Und als wir dann den Bürotrakt durchschritten, ich glaube, Konstantin ging voraus, wenn ich das richtig weiß, oder war es schon nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. War am Ende des Bürotraktes, des Büroraums, war ein kleineres Büro, wo eine Person drin saß, auf einem Schaukelstuhl, ja, auf so einem Bürostuhl. Genau, ein Bürostuhl, der dann sich mit, glaube ich, Konstantin unterhalten hat. Und dann kam dann Dave dazu und die anderen dann letztendlich auch. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein gewisser Mr. D ist. Auf der Suche nach dem bequemsten Bürostuhl New Yorks. Gut, Dave hat ihn dann zur Rede gestellt. Konstantin scheinte ihn zu kennen aus früheren Tagen. Konstantin wollte sich so richtig aus der Sprache heraus und Mr. D hat dann irgendwie geäußert, dass Konstantin, dass
sag ich mal, beauftragt war, den Johnny zu beschützen oder irgendwie ja doch zu beschützen. So hat er sich dargestellt. Dave kam das alles sehr, sehr suspekt vor. Und ich glaube, erst kam die Attacke. Dave wollte es erstmal so auf die körperliche Variante probieren, in einem Hechtsprung auf Mr. D zu, in seinem Bürostuhl. Mr. D hat sich in Luft aufgelöst, der Bürostuhl wie kaputt. Mr. D war dann leicht angesäuert, beziehungsweise leicht, ja, er bedauerte es, dass sein bequemer Bürostuhl jetzt kaputt war. Und dann ging halt das Gespräch weiter und Dave ging dann einen kleinen Handel mit Mr. D ein, der gegen Gefallen oder Gefälligkeiten oder gegen irgendwelches Wertvolles halt Informationen ausgetauscht hat. Und Dave gab ihm dann das Kreuz, das ihm Mother geschenkt hat. Und Dave wollte erstmal testen, ob er überhaupt mit dem Kreuz was anfangen kann. Da hat es eben dezent zugeschmissen, ob das irgendwie eine negative Auswirkung auf Mr. D hat. Hatte es auch leider nicht. Und Mr. D hatte dann Interesse an dem Kreuz und gab dann im Tausch gegen das Kreuz die Information preis, dass der Mother-Komplex angegriffen worden ist von einer Organisation, die sich Gaia nennt, oder Gaias Kinder nennt, die irgendwas befreit haben und dass hier wohl ein Kampf stattfand, es etliche Tote gab, die wir nicht gesehen haben und dass aber auch ein Teil von Mother, vor allen Dingen Mother an sich, wohl geflohen ist und er denkt, dass die gegebenenfalls bald wieder zurückkommen würden. Ansonsten war er relativ verstockt, wollte nicht viel preisgeben. Johnny hatte dann noch die Idee, einen Handel abzuschließen, um halt an Informationen, was seine verschwundene Familie anbelangt. Er wollte ihm alles geben, doch letztendlich kam es dann nicht zu einem Handel. Er hat zwar jetzt mal den Vertrag, aber unterschrieben hat er noch nicht. Irgendwann verschwand dann Mr. D, der dann meinte, mit Dave sei nicht gut zu handeln. Und ja, auf der Suche nach dem schönsten, besten, bequemsten Bürostuhl New Yorks. Gefolgt von John, der noch ein bisschen mehr rausfinden wollte. Und Dave war dann alles viel zu bunt und er meinte dann mal mit Konstantin ein intimes Gespräch führen zu müssen, indem er ihn einfach mal mit einer Hand am Kragen packte und mal so 20 Zentimeter über den Boden gehoben hat, um endlich mal mit der Sprache rauszurücken, was gespielt wird, weil offensichtlich Konstantin mehr weiß, oder zumindest mal er ja auch den Mr. D kennt. Und Johnny folgte dann noch John. Zwischendurch hatte Johnny wieder Stimmen, die dann ihn dazu verleitet haben, gegen Dave vorzugehen irgendwie. Und Johnny versuchte dann John draußen auf seine Seite zu kriegen, konspirativ, von wegen, sie müssten Dave überwältigen, der würde die Gruppe kaputt machen und Dave würde ja jetzt gegen Konstantin vorgehen und ja. Das Dave war bei der IAA und er bringt uns noch alle um, das war was. Genau, ja. So war so grob der Stand beim letzten Mal. Falls noch was fällt, ergänzen, aber ich glaube, das war es weitestgehend. Nö, ist soweit ist das schon ziemlich gut zusammengefasst. Ja, der eine Teil der Gruppe ist draußen vor der Tür des Komplexes, der andere Teil, nämlich Konstantin und Dave, sind innerhalb des Gebäudes noch. Und da sich Bero und Sleepnose gewünscht haben, doch mal ein kleines privates Gespräch zu führen, bevor wir wieder in Medias Res gehen, also in Character natürlich, tun wir das doch gerade mal. Bitteschön. Konstantin, tu mir doch bitte einen Gefallen. Ich mag es nicht, wenn ich böse sein muss. Sprich endlich. Und ich lasse einen 10 Zentimeter runter. Ah, gut. Du hast mich am Ende der letzten Folge schon wieder runtergelassen. Ah, oder hatte ich schon. Okay, dann. Genau. Deswegen, ich würde gerne noch. Okay.
Ja, ich gucke da auch nicht. Ich würde gerne die Brottür schließen. Und ich kann erstmal angucken. Ja, ich habe einen Deal mit Mr. D am Laufen. Ja, ich arbeite für Mr. D, was ich bis gerade aber nicht wusste. Und mein Auftrag war es, Johnny hierher zu bringen und ihn am Leben zu halten und ihm helfen, seine Familie zu finden. Aber ihr müsst endlich mal anfangen, vor allem du, auch mal auf mich zu hören. Es war jedes Mal seid ihr in irgendwelche Situationen gerannt und ich habe gesagt, nicht machen. Und ihr habt mich mitgeschleift. Und irgendwer wurde verletzt. Na gut, mittlerweile wurde bis auf John jeder verletzt. Ja, du immer. Hast natürlich aber durchaus recht. Wir hatten in der Zwischenzeit viel Scheiß erlebt. Vor allen Dingen im Untergrund. In der Kanalisation auch. Das kann ja auch niemand wissen. Was sollen wir denn tun? Und du weißt, was aus dem Menschen in dem Versuchslabor passiert ist, der nur mit ein bisschen von diesem schwarzen Flüssigkeit zusammen in Berührung gekommen ist. Und Johnny hat sich reingelegt. Johnny hat nicht aufgepasst, der Idiot. Also, das hättest selbst du nicht gemacht. Einfach mal den Schutzanzug ausziehen, das T-Shirt ausziehen, halbnackt dastehen. Aber was sollte ich machen? Ich konnte ihm ja nur das rausschneiden. Anders ging es nicht. Sonst wäre tatsächlich, ich weiß ja was, ich habe es ja gesehen. Letztendlich wäre nur noch übrig geblieben, ihm den Schädel einzuschlagen oder sonst was. Oder eine Kugel ins Hirn zu blasen. Ich denke, er kam noch glimpflich davon. Aber wenn wir die ganze Scheiße hier überleben wollen, müssen wir vorsichtiger werden und besser zusammenarbeiten. Ich denke mal, wir sollten erstmal miteinander reden. Wie lange sind wir zusammen? Weshalb bist du hier? Was ist dir passiert? Was ist mir passiert? Was ist Johnny passiert? Was wissen wir voneinander? Gar nichts. Außer, dass wir paranoid durch die Gegend rennen und von hinten und vorne verarscht werden. Ich krieg dauernd diese WhatsApp von einem scheiß Vampir, der offensichtlich Johnnys Familie hat. Ja, aber wer ist dieser Mr. D? Also vertrauensselig wirkte der nicht gerade. Mr. D ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Dämon, wenn nicht sogar der Teufel. Ich habe einen sehr dummen Deal mit ihm geschlossen. Und vor ihm sollten wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Also freiwillig würde ich da keinen Deal mit eingehen. Gut, bei mir hielt sich ja auch in Grenzen, aber Johnny war ja bereit, seine Seele zu verkaufen. Seine Familie. Seit wir uns kennen als Gruppe, sind wir seiner Familie auch nicht näher gekommen. Also ich denke, da wird ein Spiel gespielt, aber ich denke, wir sind lediglich die Spielfiguren, die auf dem Spielfeld hin und her geschoben werden. Lass uns mal zusammenfassen. Was gibt es? Mada. Wer ist Mada? Was ist Mada? Ist Mada gut? Ist Mada böse? Wir wissen es nicht. Mada schickt uns auf die Jagd mit nichts. Gibt uns nichts. Und es ist alles sehr verdächtig. Dann die Vampire in der Kanalisation, Vampire in einem Hotel, dieser Mr. D, was wird hier gespielt? Ist doch alles nur viel zu groß für uns. Das definitiv. Wir müssen uns langsam vorarbeiten und uns endlich mal hier ein wenig die Augen öffnen für die Zeichen, die uns gegeben werden. Ja, und jetzt diese Geschichte mit Gaia. Was zur Hölle ist Gaia? Gaia. Irgendwas sagt man das, irgendwo schon mal gelesen oder gehört, aber wieso werden ausgerechnet wir angeheuert? Mal nichts gegen dich, Konstantin. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Ich tippe darauf, dass jeder irgendwie Verbindung mit etwas Übernatürlichem hatte. Das kann ich nur sagen. Und das sich aktuell stark anhört.
Das kann ich dir sagen. Die WhatsApp, die ich kriege, ist stammt von einem Vampir. Ich war 5, als meine Mutter von einem Vampir getötet worden ist. Was glaubst du, wie ich blöd geguckt habe, als vor 3 Tagen mir eben jeder Vampir auf der Straße entgegenkam? Mhm. Nach über 30 Jahren. Oder knapp 30 Jahren, nachdem meine Mutter tot war. Als Kind. Ich wusste ja nicht, was das war. Niemand hat mir geglaubt. Jeder hielt mich für verrückt. Ich am Schluss selber. Ich habe es dann verdrängt. Und dann steht auf einmal dieser Kerl. Vor mir auf der Straße. Und dieses Drecksviech hatte einen Holzpflock im Herzen und spazierte danach wieder quicklebendig aus der Gasse heraus. Geschützt von der Polizei, wohlgemerkt. Selbst der Polizei können wir nicht trauen. Aber das hat der Marder schon gesagt. Das ist Johnny und mir auf dem Weg nach New York auch aufgefallen. So, wir sind auch etwas wiederholt zueinander geraten. Da passiert eine große Scheiße. Ja, was sollen wir machen? Marder, guck doch mal dieses Gebäude an. Was das gekostet hat. Und Marder sagt uns, sie hätten kein Geld für Waffen für uns. Man gibt uns eine Machete, eine Pistole, irgendwas, als ob das uns was nutzen würde. Wir können auch nicht öffentlich in New York mit Riesenwaffen umgehen. Das sage ich nicht, aber es gab auch nicht wirklich Informationen. Da geht mal los und schaut euch an. Was waren denn Ihre Worte? Schaut auf die Zeichen. Okay, toll. Auf welche Zeichen? Vielen Dank, Martha. Blöde Kuh. Also ich hätte nicht übel Lust zu gehen, aber ich glaube, das wird uns nicht weiterhelfen. Und Johnny, wir sollten gucken, was wir seinen Arm versorgt kriegen. Es geht so nicht lange gut. Wir sollten ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Aber er verhält sich auch. Ich habe den Eindruck, dass er sich auch komisch verhält, seit er mit dem Schwarzzeug in Kontakt gekommen ist. Wir sollten ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Die Weigerung, sich nicht zu duschen zu wollen. Hier geht es nicht um Reinlichkeit, um den Samstagsabend Abwasch einmal die Woche. Das ist aber auch gefährlich. Eine Wunde und Desinfektionsmittel, das ist schon nicht angenehm. Natürlich nicht. Aber auch er hat gesehen, was den Leuten mit dem schwarzen Zeugs passiert ist. Und man das dann Hass auf mich hat, weil ich ihm den halben Oberarm abgeschnitten habe, okay. Aber immer noch besser als rüber. Er kann froh sein, dass er noch lebt. Beim nächsten Mal werde ich nicht so rücksichtsvoll sein. Kannst du dir sicher sein? Ja. Ich werde nicht draufgehen, nur weil so ein Idiot nicht aufpasst. Und es gilt für euch auch. Ich werde euch beschützen. Aber ich werde euch auch gnadenlos töten, wenn es sein muss. Genauso erwarte ich das von mir oder von euch. Ich will nicht als leblose Hülle für irgendwelche bösen Mächte dienen. Das verspreche ich dir. Aber wir sollten zügig nach John sehen. Ja. Nun gut, sei mir nicht böse. Nimm es mir bitte nicht krumm, wenn ich ein bisschen grob war zu dir. Aber ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen oder kaum geschlafen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht nur du. Und wir sollten dringend schlafen. Sonst gehen wir uns noch gegenseitig an die Gürtel. Gut, lass uns die anderen suchen. Ja. Und vielleicht sollten wir nach dieser Frau schauen. Vielleicht lebt die ja noch. Haben wir den Schreibtisch hier mal durchsucht, ob hier irgendwas Schlüsselartiges noch ist, vielleicht? Nö, haben wir noch nicht durchsucht, aber könnten wir. Dann lass uns das noch Tumme verwerfen. Ja. Büro durchsuchen, ob da irgendwas Nützliches zu finden ist, wie Keycards oder Schlüssel oder irgendwas. Nee, werdet ihr nicht fündig. Ihr findet da jede Menge Papiere, die sich wohl mit Waren-Ein- und Ausgängen befassen. Also übermäßig viel Hundefutter fällt auf.
Okay. Wie groß war denn die Scheibe an der Tür? Und wie stabil sah die aus? Die Scheibe an der Tür von dem Büro? Nee, von der Zelle. Von der Zelle? Die war sehr stabil. Wie groß war wie die? Wie groß? War das eher so ein Guckloch oder war das nee, so eine relativ... Nee, das war eine komplett verglaste Front. Ich würde mich mal nach was Großem, etwas Scharfkantigem, im Zweifelsfall halt einen Bürostuhl umsehen. Ja, Bürostühle gibt es da jede Menge. Eventuell also ein jetzt nicht direkt in diesem Büro, weil den einen, den es da gab, den hast du kaputt gemacht. Ja, aber draußen. Draußen gibt es nur jede Menge, ja. Rollcontainer? Rollcontainer gibt es da auch jede Menge. Okay. Sollte uns einen flachen Aktenschrank mitnehmen, Rollcontainer, und versuchen damit die Scheibe zu öffnen. Das war mein Gedanke. Nimm doch mal den Bürostuhl und ich nehme den Rollcontainer mit. Ja. Dann wandert ihr Richtung Zelle oder was? Ja, beziehungsweise was war denn das für ein Schloss? War das ein recht hochwertiges Schloss oder also nichts, wo man mit einer Büroklammer irgendwas ausmachen kann? Das war mit so einem Handscanner versehen. Okay, also nicht allzu viel. Gut, dann gehen wir zurück. Zur Zelle oder wohin? Ja, Richtung Zelle, genau, mal Richtung Jan, und das war ja auf dem Weg zu den anderen auch. Okay. Oder weniger. Ja. Machen wir weiter bei John, der ja Johnny hinterhergelaufen ist und sich mit ihm unterhalten hatte. Ja. Du bekommst ein Summen mit aus deiner Hosentasche. Ich greife zu diesem summenden Geräusch. Ja, es ist dein Handy, das summt. Oh. Hier, mein Handy. Und guck mal auf dem Display, ob da irgendwie ein Name oder was angezeigt wird. Ja, du hast 41 Anrufe in Abwesenheit. Jedes Mal deine Frau. Oh. Ja. Ich sollte mal dran gehen. Hier. Ja, hi, Schatz. Warum gehst du nicht ans Telefon? Und warum kommst du nicht nach Hause? Wir sind in New York. Hast du die Nachrichten gesehen? Ja, deswegen bin ich ja so aufgeregt. Ist dir was passiert? Noch nicht, aber ich habe gesehen, was da auf den Straßen rumrennt. Wir, das heißt, wir, eine Gruppe von vier, versucht hier rauszukommen irgendwie. Aber das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Überall Polizei, die hier patrouilliert, und das scheint sowieso hier irgendwas Größeres zu sein, was sich da anbahnt. Ich glaube, wir sind in was ist reingeraten, wo wir gar nicht reingeraten wollten. Aber dir geht's noch gut, ja? Ja, mir geht's gut. Ein meiner Begleiter, den hat echt übel erwischt gehabt, aber ich hatte bis jetzt Glück. Wer sind denn diese Leute, mit denen du da jetzt zusammen bist, und warum kommst du nicht nach Hause? Wegen der Polizei oder was? Das hat alles was damit zu tun, dass man mir versucht, einen Mord anzuhängen. Ein was? Ja, ich weiß auch nicht, in was für eine Scheiße wir da geraten sind. Du erinnerst dich doch noch an meine Geisterjäger-Kollegen. Ja? Ja, Miri und Bertie und die ganzen. Ja. Die habe ich auch versucht anzurufen. Worden. Die sind ermordet worden. Was? Und mir versucht man das jetzt anzuhängen. Das ist hier. Die ganze Polizei hier ist korrupt. Die werden von irgend so einem Mr. D bezahlt oder so, glaube ich, hier mittlerweile. Das ist auch ein komplett kaputter Typ. Was ist denn dieser Mr. D? Wer soll das denn sein? Ja, ich weiß auch nicht, in was ich da reingeraten bin, aber. Jetzt komm erstmal nach Hause und dann besorgen wir dir einen Anwalt und dann klären wir das Ganze. Die Anwälte bringen da nichts, sie sind doch alle irgendwie bestochen worden, von wem auch immer. Aber du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen und deine Familie auch im Stich lassen. Nein, ich versuche so schnell wie möglich ja wieder zu euch zu kommen, nur möchte ich erstmal, dass diese Wellen hier sich ein bisschen abschwächen. Ich meine, ich bringe euch ja auch nichts, wenn ich im Knast sitze für ein Verbrechen, was ich getan habe. Ja, jetzt hörst du im Hintergrund, dass die Türklingel geht. Erkennst halt deine Türklingel.
Und ja. irgendwie kleine Schritte, die irgendwie laufen. Mama, ich gehe schon! Nein, schick sie da weg, schick sie da weg! Dann sie. Mach niemanden auf! Dann hörst du, dass die Tür aufgemacht wird von weitem. Wie? Das ist das Letzte, was du hörst, bevor der Anruf aufgelegt wird. Schatz! Ich so verzweifelt weiter. Brüll dann noch ungefähr so eine Minute durch in das Handy und versuch dann mehrmals wieder dort anzurufen. Ja. Es geht niemand mehr ans Telefon. Und als du dich auch weiter umguckst, siehst du auch, dass Johnny verschwunden ist. Du hast gar nicht mehr auf ihn geachtet, während du telefonierst hast. Ich guck mich um. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Johnny? Johnny, jetzt ohne Scheiß, das ist kein Witz hier mehr. Hallo? Und ich sehe mich nochmal um, sehe, dass ich nichts sehe und gehe zurück zu den anderen. Schnellen Schrittes und sehe sehr aufgelöst aus. Ja, du hörst auch in den Straßen ist immer noch die Hölle los, irgendwie noch entfernt Sirenengeheul von Krankenwagen und Polizeiautos. Und sonst ist die Straße relativ leer gefegt, kann man schon fast sagen. Quer gegenüber kann man so ein paar Jugendliche erkennen, die da in so einer Straßenecke stehen vor so einem Geladen, der so ein Rollgitter runtergelassen hat. Die gucken sich dieses Rollgitter ganz genau an, aber das scheint dich jetzt in der Situation jetzt auch nicht weiter zu interessieren. Nee, so gar nicht. Ich gehe relativ zügigen Schrittes auf und rein zu den anderen und schreie auch, wo seid ihr? Hallo? Und haltest durch die Gänge von Mother, hallo? Wo gehst denn zuerst hin? Ich würde mal bei der Dusche gucken, dann bei den Umkleideräumen und dann halt so nach und nach da durchkämpfen. Hm. Ich versuche auch immer wieder, meine Familie anzurufen, um die irgendwie zu erreichen. Ja. Ich hoffe das Beste. Auch wenn ich hier ganz schlimme Vermutungen habe. Ja, nach einer Weile kommt nicht mehr das Freizeichen, sondern einfach die Meldung, dass die Leitungen überlastet sind. Und das ist der Moment, in dem du um die Ecke biegst in den Gang mit den gläsernen Zellen und da siehst du Dave und Konstantin, Dave mit erhobenem Bürostuhl und Konstantin mit einem Rollcontainer vor sich herschiebend. Andersrum. Und einen Schwarm Bienen, der sie umschwirrt. Also, ich habe die Rollen von dem Bürostuhl abgemacht und so eine Plastikabdeckung, die da um die Füße rum ist, um halt direkt mit den Metallteilen gegen das Fenster zu hämmern. Muss ja irgendwann mal nachgeben, entweder Fenster oder Bürostuhl. Ich gucke mir das Spielchen an und setze mich auf den Rollcontainer. Die fängt wahrscheinlich schon leicht zu schwitzen an. Ja, ich schrei nur, was macht ihr da? Jetzt kommt, wir müssen los. Ich glaube, die haben jetzt auch noch meine Familie. Wir versuchen, die Frau hier zu befreien. Was? Die haben deine Familie. Woher weißt du das? Ja, meine Frau hat gerade angerufen und dann hat es geklingelt und seitdem geht sie nicht mehr dran und jetzt sind noch die Leitungen überlastet. Scheiße. Wo kommst du her? Hä? Wo kommst du her? Ja, hier vor Ort, Richtung Jersey. Wo warst du jetzt? Draußen. Ich bin dem Dee hinterher, diesen verdammten, was auch immer er ist. Und? Wie vom Erdboden verschluckt und jetzt auch noch der gute Konstantin. Nee, Johnny. Johnny. Ich bin noch da. Johnny, wo ist ich sitze hier auf meinem Rollcontainer. Und ja, es ist jetzt meiner. Der bequemste Rollcontainer, du jagst. Wo ist Johnny? Wieso hast du Johnny entkommen lassen? Ich habe nur ganz kurz telefoniert mit meiner Frau. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, wo Johnny hin ist. Ich dachte, der ist hier wieder rein zu euch. Da wollte ich auch schon vorher raus. Verdammte Scheiße. Fuck. Ich hab jetzt wirklich keinen Kopf, mir Gedanken um diesen Irren zu machen, der mit so einem da paktiert.
Wie auch immer, die haben meine Familie verflucht. Die haben schon meine Freunde umgebracht und jetzt das. Aber was glaubst du, bis wir in Jersey sind? Das dauert locker 2 Stunden. Wir müssen irgendwie nach Jersey kommen. Mir ist ganz egal, wie. Meine Familie ist in Gefahr. Wir wollten gerade diese Frau hier befreien. Vielleicht lebt die noch. Vielleicht weiß die, was hier los ist. Ja, dann sollten wir die schnell befreien und dann mitnehmen. Vielleicht ja. Ist das wieder so ein super geheimes Ding von dieser Mother-Organisation hier. Arbeiten die eigentlich mit der Regierung zusammen? Und ich sehe mich mal so um, ob da vielleicht irgendwelche Regierungssymbole sind, die ich eigentlich noch nicht gesehen habe. Nein. Und ich habe halt weiter auf diese Glastür. Ja, nach den ersten Schlägen merkst du schon, dass das Glas halt nicht wie Glas sich anfühlt, quasi, sondern es ist eher so, dass der Stuhl kriegt einen ziemlich harten Rückprall, als du den mit dem auf die Glasscheibe einhämmerst. Und es gibt so einen dumpfen Aufschlag. Du kennst das irgendwie aus der Arbeit, du hast auch schon mal mit so Materialien gearbeitet früher, das ist auf jeden Fall Panzerglas. Ah, gut, ich weiß, dass man da mit einem Vorschlag kann man mal so 50, 70, 80, 90 Mal dagegen hauen muss, bis da mal überhaupt was geht. Scheiße, so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen was anderes. Ich gucke Dave an, laufe langsam auf die Tür zu, also stehe auf, erhebe die Hand so und hau die auf den Handscanner. Ja, der Gedanken hatte ich ja auch schon, aber. Ja, du siehst dann so ein kaltes, bläuliches Licht, was die Handfläche abtastet. Und dann erscheint auf so einem kleinen Display so Agent Hardcastle. Grün und also Zugang gewährt. Und dann macht es so ein Pfftsch. Und die Glasfiebertür schiebt sich beiseite. Und sofort schwärmen die Bienen in die Zelle rein. Die ja vorher immer gegen die Tür geflogen sind. Ich gucke grinsend Dave an. Ich schmeiß nur den Bürostuhl irgendwo in die Ecke. Ach, endlich. Nimmst du sie mit? Ich habe ja schon die Tür aufgemacht. Ja, gut, ich gehe rein. Erstmal am Hals tasten, ob sie noch lebt. Beziehungsweise, was machen die Bienen? Schwirren die ja jetzt einfach nur rum oder gehen die so im Killer-Style? Die umschwirren gerade den Körper, der da am Boden liegt. Also, sie liegt so mit dem Bauch nach unten, Gesicht zur Seite. Hat das so leicht so die Haare so über dem Gesicht. Lange Haare, hatte ich ja gesagt. Lange blonde Haare und scheint noch relativ jung zu sein. Du würdest auf einen vielleicht Anfang 20, wenn überhaupt, schätzen. Und die Bienen umschwirren quasi jetzt den Körper. Du hast richtig Probleme, jetzt irgendwie zu ihr hinzukommen, ohne dass irgendwas halt ständig so. Ist da irgendwas, was man benutzen könnte als Hebel, wo man sie vielleicht umdrehen könnte? Wahrscheinlich nicht. Es gibt da halt ein in den Boden eingelassene so eine Liege und halt ein Ortchen, wo man sein Geschäft verrichten kann. So ein schön aus Silber, Stahl, nicht aus Silber, aber also aus blankem, silberfarbenem Stahl. Das ist auch ohne Toilettendeckel. So eine richtige so Kargezelle. Ansonsten ist es gefliest. Papiereimer oder Abfalleimer, irgendwas. Aber du hast deinen Bürostuhl. Hey. Ey, was haben wir noch? Du hast deinen Bürostuhl noch, musst halt wieder raus und den holen. Na gut, dann gehe ich da raus, aber dann würde ich eher für was anderes nutzen und da komme ich jetzt nicht drauf. Ist da irgendwo ein Abfalleimer? Dave, hast du ein Feuerzeug? Draußen auf dem Flur ist bestimmt einer, ja. Oder zumindest später dann in dem Großraumbüro, da sind auf jeden Fall jede Menge Abfalleimer. Nee, ich habe kein Feuerzeug, wir haben doch alles abgegeben. John, geh mal zurück ins Büro und hol ein, zwei Abfalleimer. Mach schnell. Ja, ich glaube. Ja, greifen die Bienen ins nächste Büro rein und such direkt mal so unterm Schreibtisch irgendwie nach Abfalleimern. Such nach einem Feuerzeug! Ja, du findest auf jeden Fall jede Menge Abfalleimer schon beim ersten Schreibtisch, kein Problem. Ja, ich
zwei, drei Abfalleimer so. Die Bienen sind die. Genau, die Bienen schwirren die jetzt einfach nur rum oder sind die aggressiv und stechen auf die Frau ein? Oder? Nee, die umschwirren die Frauen, lassen sich teilweise auf ihr nieder und versuchen jetzt intensiv irgendwie Richtung Kopf zu schwirren und umschwirren jetzt mehrfach den Kopf und lassen sich auch mehr auf dem Gesicht nieder jetzt. Frau, ich würde mir die Frau mal ein bisschen genauer beobachten. Atmet die noch? Also ich würde mal so drauf achten. Hebt und senkt sich nichts am Brustkorb oder halt am Rücken oder so, dass man okay, als Atem bemerken wird. Wenn sich die jetzt eher auf den Kopf konzentrieren, ist der Arm frei, dass man da einen Puls fühlen konnte? Ja. Vorsichtig. Dann würde ich mal den Puls fühlen wollen. Kein Puls. Puh, die ist tot. Und in dem Moment, in dem du den Puls gefühlt hast, krabbelt eine Biene in den Mund von der Frau. Ich sollte mir raus. Warte mal kurz, ich würde mir das gerne angucken. Aber komm mal hier raus, wir machen die Tür erstmal wieder zu. Das war mein Vorschlag. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas Gutes zu bedeuten hat. Raus aus dem Raum. Ja, im nächsten Augenblick erheben sich quasi parallel zu dir auch alle Bienen von der Frau und schwirren auch Richtung Ausgang. Und ich haue ganz schnell auf die Tür zu. Bevor Dave raus kann, ja. Ha, jetzt bist du gefangen. Ich wollte es rauslassen. Wäre eigentlich auch noch was. Ja, und dann, Also wollt ihr Dave jetzt noch mit rauslassen oder nicht? Ich hab gehofft, dass er ganz schnell rausrennt und dann. Ja, ich wollte schnell raus, ja. Wie gesagt, schnell raus in die Tür zu. Also ein paar Insekten bleiben drin, ein paar nicht. Also die rausgekommen sind, schwirren dann auch in alle Richtungen ab und verschwinden irgendwo in den Gängen. Und die Tür ist zu, aber sonst bewegt sich nichts, außer dass die Bienen jetzt von der anderen Seite gegen die Fensterscheibe fliegen. Zwischenzeitlich wird wahrscheinlich John wieder auftauchen. Ja, mit den Mülleimern. Mit zwei Mülleimern. Sollen wir den Rest von den Bienen auch freilassen? Mich wundert, dass die Reine wieder raus sind mit uns. Aber die Frau ist definitiv tot. Kein Puls mehr. Ist die Biene, die in den Mund gekrabbelt ist, auch wieder rausgekrabbelt? Hast du nicht drauf geachtet, oder? Du musstest ja die Tür zuschließen. Ich achte immer auf alles gleichzeitig. Auf Dave, der rauskommt, auf die Bienen rein oder rauskommen, auf wie ich die Tür auf und zu mache. Vor allen Dingen, weil die Biene so ganz anders aussieht als die anderen Bienen. Ich habe ja vorher die Bienen gezählt. Das war die Biene Maya. Maya. Erzähl uns von dir. Hallo. Was jetzt? Ich guck mal hier erstmal um. Ja, jetzt los. Meine wir Familie. Brauchen, hallo. Wir brauchen Waffen. Ich bitte um die beiden Mülleimer. Gebe ich dir. Ich stelle einen auf den Boden, nehme den anderen in die Hand, mach die Tür wieder auf. Und schmeißt den einen Mülleimer auf die Frau und guck, ob was passiert. Erstmal passiert gar nichts. Der Mülleimer prallt halt vom leblos wirkenden Körper ab und rollt zur Seite. Aber so 2, 3, 4, 5 Sekunden später durchzuckt die Frau so ein Zucken und dann macht sie so einen Atemzug, so einen ganz tiefen und rollt sich zur Seite und fängt an zu husten. Ich mach die Tür ganz schnell wieder zu. Die Frau war tot. Ich hab sie auch geheimert. Ich geh in Richtung des Bürostuhls. Ja. Nimm den mal in die Hand. Und dann wollen wir nicht für dich unten dieses Fußkreuz abmachen? Hast du schon mal eine coole Schlagwaffe? Im Moment habe ich den ganzen Bürostuhl in der Hand. Ja, ich sehe da so. Ja.
Nickel nur. Ja, die Frau ist jetzt hustet ganz, ganz derbe und bewegt sich jetzt irgendwie auf, hat sich so ein bisschen hochgezogen, bewegt sich jetzt auf allen Vieren irgendwie tapsend Richtung Klo und übergibt sich erstmal. Würde ich auch fragen, welche Biege gegessen habe. Hätte. Das stimmt was nicht, die Frau ist tot. Ich habe den Puls gefühlt, da war... Maßnahmen. Da war kein Puls. Ich gucke zu euch. Wie schlau ist es, wenn sie hier war? Gehörte sie zu Mada oder gehörte sie zu den Angreifern? Also ich denke, weil sie gefangen genommen ist, wird sie nicht Mada positiv gesinnt sein und wir sollten nicht ohne Glastür zwischen uns mit ihr reden. Wir wissen nicht, wer sie ist. Es ist doch ganz egal, wer sie ist. Ja, lass doch erstmal kotzen, dann kann sie sich vorstellen. Können wir nicht einfach nach Jersey runter und mal bei mir mal nach dem Rechten sehen? Hast du im Büro zufällig Gaffertape gesehen? Verdammt, glaubst du, ich achte jetzt auf Gaffertape? Also, dann könnten wir sie an den Bürostuhl fesseln und mitnehmen. Der Körper der Frau zuckt jetzt, sie scheint sich irgendwie in so Krämpfen zu schütteln und ihr erkennt so einen leichten Schein, der sie jetzt umgibt, irgendwie so ein bisschen so gelblich. Vielleicht schon so ins Goldene hineingehend, der so anfängt, sich über den ganzen Körper auszubreiten. Und sie schüttelt sich halt in Krämpfen auf dem Boden. Ich glaube, sie explodiert! Scheiße, verdammt, was ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Also, ich verstecke mich hinter der nächsten Wand. Ich glaube, wir sollten hier schleunigst weg. Die nächste Wand ist jetzt aus dem Gang raus, ne? Ich guck so um die Ecke so. Dann kannst du jetzt nur noch so einen Schein erkennen. Leitet der Schein sich aus? Ja, der Schein kommt aus der Zelle und das ist inzwischen halt richtig hell geworden und die Frau scheint zu erstrahlen richtig. Und dass es jetzt schon fast wehtut, hinzugucken. So hell wird es. Ich zieh meine Sonnenbrille auf. Ich würde mal was aus für mich. Und mit einem letzten spasmischen Zucken scheint dieses Licht von ihr wirklich auszuströmen. Und es gibt einen lauten Knall. Und sie wird quasi in die Luft gehoben. Und landet nach dem Knall dann wieder auf allen Vieren auf dem Boden und atmet schwer. Zieht sich dann an der Wand hoch. Und ist jetzt so halb auf den Beinen. Atmet immer noch schwer. Und das Licht ist weg. Ich frage danach, wie es ihr geht. Ich rufe in den Gang. Hallo, wie geht's dir? Ja, die anderen beiden stehen ja auch noch davor, ne? Also ich bleib stehen. Also ich hab's gerade ausgeworfen für mich. Ich bleib da und beobachte die Szene. Ja. Ich taste mich auch langsam wieder heran. Ich hatte halt so eine Handschützen vor das Gesicht, wenn ich mag, dass es blendet. Es blendet ja schon nicht mehr. Ja, wenn es dann nicht mehr blendet, lass es ja. Ja, das Licht ist jetzt völlig verschwunden. Ist nur noch die Frau mit dem weißen Laborkittel. Und ja, wenn ihr fragt, irgendwie, wie es ihr geht, dann mir geht's. Und sie tastet so an sich herunter. Guckt dann auf ihre Hände so. Gut. Glaube ich. Wer sind Sie? Sei doch nicht so gemein direkt. Felicia Shaw heiße ich. Schöner Name. Danke. Hat das einen Grund, warum Sie hier eingesperrt sind? Was mache ich hier? Guckt so rum. Haben Sie mich eingesperrt? Nein. Wir haben Sie gerade gefunden.
Ja. Wo bin ich? Wissen wir auch nicht. Wo ist Tim? Das Gebäude ist komplett leerstehend. In einer Zelle, würde ich sagen. Warum bin ich in einer Zelle? Lassen Sie mich raus! Und läuft dann so zur Tür hin und verrüttelt da so ein bisschen dran rum. Nicht ganz so schnell. Erst müssten Sie uns ein paar Fragen beantworten. Ich bin dafür, dass wir so rauskommen. Was denn für Fragen? Was ist hier passiert? Was ist passiert? Ich bin wissen zu Hause, Sie, dann kommen ein paar Leute rein, schlagen mich K.O., dann erwache ich hier und Sie stehen vor meiner Tür und fragen mich, was passiert ist? Was für Leute? Was für Leute, was weiß ich? Nadelstreifenanzug, schön gekleidet, sieht aus wie ein Vertreter. Und diese Klamotten, die Sie anhaben, sind das Ihre normalen Hausklamotten oder was ist das? Nein! Verdammt, wer hat mich von Ihnen ausgezogen? Wo sind meine Klamotten? Ja, ich habe ja nicht mal... Wer hat meine Unterwäsche? Guck so, wir haben sie hier gefunden. Beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Beruhigen Sie sich! Sie sind die nicht in der Zelle ist, glaube ich. Ich kann da so schlecht sehen durch das Glas. Sollen wir reinkommen? Nein, lassen Sie mich raus! Wer sind Sie und wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einer Kinderklinik in Jersey. Und meinen Namen habe ich Ihnen schon gesagt. Ich komme aus Jersey! Ja, wir sollten nach Jersey gehen. Wollen Sie mit uns nach Jersey gehen? Ja, John, nicht John mit Ihnen, aber alleine Dame. Gerne, ja? Ich kenne doch nicht jeden aus Jersey. Kenne ich Sie? Nein. Nein, ich kenne doch nicht jeden aus Jersey. Hätte er sein können. Irgendeine Verbindung muss ja bestehen. Wie soll ich die Dame hier bei Mata? Bei was? Ja. Da fragst du, glaube ich, hier den Falschen, oder? Leuchten Sie öfters? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Nein? Sie fliegen auch nicht öfters. Hin und wieder mal ohne zur Flugzeug. Arbeit, ja. Sind Sie bescheuert? Ich halte den Notizzettel so an die Scheibe. So. Stimmt da irgendwas von? Also dieses Krankenblatt. Noch nie gesehen. Was ist denn das für ein Kauderwelsch? Sagen Sie uns das. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Der steht an Ihrer Zellentür. Das ist ja sehr schön. Und? Sagt Ihnen der Begriff Gaia etwas? Nein. Oder Gaias Kinder? In welcher Beziehung stehen Sie zu Bienen? Zu was? Zu Bienen? Es schwirren immer noch so ein paar Bienen in der Zelle rum. Ja, da. Guckt sich dann nur um. Ich hasse die Viecher. Bäh! Holt sie raus. Ich hab Angst vor denen. Können Sie mal etwas energisch Sitz rufen? Was? Moment, Lady. Wir sind gleich wieder da. Nein, gehen Sie nicht weg, lassen Sie mich vorher raus. Kommt mal, ihr beiden. Was meint ihr? Drin lassen oder rauslassen? Ich bin für freilassen. Sie scheint nett zu sein. Der Arme scheint ja auch nichts dazu zu können. Die scheint genauso reingeraten zu sein wie wir hier. Genau. Aber sie hat gelb geleuchtet. Ich glaube, uns werden hier noch andere Dinge begegnen, die gelb leuchten. Oder sonst die war definitiv tot. Ich habe sie reanimiert. Das kann der Kunst. Das hält doch nicht. Was für eine kranke Scheiße. Was ist, wenn wir sie rauslassen? Sie geht uns an die Gurgel und verwandelt sich in irgendein Scheißviech. Aber ich bin, möchte es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Frau in einem leeren Gebäude gefangen zu halten, während wir gleich abhauen.
Ja, ich. Also für meinen Teil werde ich sie freilassen. Ihr könnt gerne vorher das Gebäude verlassen. Gut, von mir aus. Was sagst du, John? Wir können doch hier nicht jeden x-beliebigen einfach seinem Schicksal überlassen, nur weil diese komische Organisation, die jetzt hier in die Finger gekriegt hat. Na gut, dann haben wir gesprochen. Konstantin macht die Tür auf. Also ich werde mich dann so im Schatten der Tür aufstellen mit dem Bürostuhl in der Hand. Dass es gibt ich so keinen Schatten der Tür, es ist eine Glastür. Und eine Glaswand. Ja, ja, aber trotzdem so im Türschatten, man würde dich schon sehen, aber ich würde sagen, Lady, heute ist Ihr Glückstag, wir lassen Sie hier raus. Aber sollten Sie dumme Anstalten machen? Und ich zucke nur so mit dem Bürostuhl. Okay. Muss die Frau doch nicht gleich bedrohen? Ich bedrohe hier. Ich ergreife nur Sicherheitsmaßnahmen. Nehmen Sie es nicht persönlich, Lady. Wir hatten einfach nur ein paar Scheißtage. Es passieren verrückte Dinge und unsere Laufzeit. Kann ich zum Beispiel in einer komischen Zelle aufwachen? Das ist noch harmlos. gehen Sie schnell und machen Sie keine dummen Anstalten. Konstantin, mach die Tür auf. Ich hau mit meiner Patsche Hand wieder auf den Handscanner. Und die Tür auf und sie geht dann auch sehr schnell halt raus. Wo geht's jetzt? Nach draußen? Rechts lang. Ach, na gut. Okay. Ich bin dann mal guck weg. Gut. Geht dann so ganz langsam rückwärts von euch weg. Falls ihr jemand fragt, kennt uns nicht. Wenn sie so einen Abstand zwischen euch gewonnen hat, dreht sie sich um und läuft weg. Gut. Und in dem Moment, wo sie um die Ecke dann verschwindet, lasse ich dann auch den Bürostuhl dann etwas sinken. So, und was jetzt? Jersey, Johnny suchen. Ja, Jersey, ja. Auf hier. Wenn Johnny schon wieder abgehauen ist, der hatte doch eh das schwarze Zeug an sich, oder nicht? Was glaubst du, was er sonst macht? Das macht die Sache nicht besser. Wenn wir einen infizierten Waffennarren draußen rumrennen haben, der alles tun würde, um seine Familie wiederzufinden. Er wird doch eh abgeknallt, bevor der zu seiner Familie kommt. Oder ist er so wahnsinnig und will als Zombie seine Familie retten? Wer weiß. Also los, der Schutz meiner Familie ist, glaube ich, jetzt gerade akuter als der Schutz seiner Familie, oder? Gut. Apropos Schutz. Wir brauchen immer noch Waffen. Hast du Geld? Nicht viel. Wer von euch ist mit dem Auto da? Waren wir nicht wieder mit dem Taxi unterwegs? Hast du Geld, Konstantin? ich könnte mal mein Stesenkonto checken, aber dafür müssten wir eine Bank finden. Sonst bin ich eher eigentlich bei knapp bei Kass. Und wie willst du nach Jersey kommen, John? Ja, ein Taxi oder irgendwas. Von euch kann doch garantiert einer ein Auto knacken, oder nicht? Das war immer Johnnys Part. Ist ja nicht so, dass ich damit schon Erfahrung hätte, aber... So als Schlosser, so. Ne? Die Tür kriege ich zur Not auf, oder zumindest die Fensterscheibe eingeschlagen. Na gut, dann... Bist du nicht sogar im Auto? Ich dachte, ihr seid mit dem Auto hier. Und seid ihr zu Fuß gelaufen. Wo steht denn eigentlich mein Auto? Es steht alles... Also OT gesprochen, noch an dem Hotel, wenn das Hotel... Nein, 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 wir sind
deren Auto steht vor Mader irgendwo rum. Wir sind ans Hotel mit dem Taxi gefahren. Nein, aber ich habe ein eigenes Auto. Das steht noch vor unserer Übergangsbleibe, die wir hatten. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber nicht vor dem ominösen Hotel. Nicht vor dem ominösen Hotel. Vor einem anderen Hotel. Oder Motel oder sowas. John, du bist doch mit dem Auto gekommen. Ja, das hatte ich hier in der Nähe geparkt irgendwo, wenn das dann auch steht. Dann sollten wir mal nachschauen. Hast du den Schlüssel? Ich guck mal so in meinen Hosentaschen, ob ich den Schlüssel eingesteckt hatte. Ja, klar. Also du hattest den bestimmt auch nochmal mit abgegeben gehabt später, aber du hast den irgendwo noch gecrossed ein bisschen rum. Ja. Hm. Die Sachen habt ihr ja behalten können, sowas wie Schlüssel. Oder? Ja. Ja, bitte dann umsuchen. Ach, guck mal hier. Brieftasche und so habt ihr alles behalten dürfen. Brieftasche, Schlüssel. Okay. Und trotzdem brauchen wir noch Waffen. Was meinst du, wenn deine Familie bedroht wird, dann. Aber wir sind ja auch hier in der öbenen Gegend. Müsste es nicht hier so ein Waffengeschäft oder sowas geben? Wo ich da einfach mal meine Kreditkarte auf den Tisch knallen kann. Tja, wir könnten versuchen. Oder wir müssten vielleicht. Also schräg gegenüber war so ein Pornshop. Pornshop. Mit W. Werbung mit W. Ja. Ein was? Ein Pornshop? Nein, ein Porn wird ausgesprochen. Ist ein Leihhaus. Genau. Ja. Achso, jetzt ein Porn. Okay, ich hab Porn. Ja, das ist klar, was du verstehst. Ein Pornshop. Ich dachte, ich brauche ein Beate Use. Gibt's doch höchstens so Laden. Hände hoch oder ich erschieße mit meinem Dildo. Ah. Aber in Leihhäusern gibt es eigentlich fast immer Waffen. Ja gut, dann ab darüber zum Pfandleiher. Ja. Hat jemand Geld von euch? Weil der Pfandleiher. Guck mich hier so um. Vielleicht haben wir hier irgendwas, was mal in Zahlung gegeben werden muss. Ein Auto. Den Laptop von Mama. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, wir nehmen einfach. Keiner von uns Passwort hat. Lass uns das tun, ich bin dafür. Ja, ihre Kaffeemaschine. Ja, die kannst du auch mitnehmen, ja. Lass uns das Büro so ein bisschen ausräumen. Oder alles, was wir Wertvolles finden, mitnehmen. Wir nehmen ein paar Bürostühle mit, packen vielleicht den einen oder anderen PC mit drauf und. Ja, die könnt ihr alle mitnehmen, ja. Ja, alle wird ein bisschen viel, aber. Warum? Bei 200 Stück. Ich hätte hier 300 Bürostühle und. 600 Stück. Nehmen Sie die in Zahlung gegen eine Knarre. Ich hätte gerne eine Waffe. Ich biete Ihnen dafür. Ah, sind wir im Geschäft? Nicht gerade. Ja. Ja, gut, ab zum Pfandleiher. Und, bisschen Büro-Drehstühle und tatsächlich den einen oder anderen PC abbauen. Und den Laptop. Also, Weg zum Pfandteil, leider tue ich alles in meinen Rollcontainer, was ich an Verkaufbarem finde. Er zieht jetzt bald so einen Bollerwagen hinter sich her. 150 Kugelschreiber. Ja, dann tretet ihr irgendwann die Straße, ist dämmert schon gegen Abend, als ihr die Straße betretet und schräg gegenüber seht ihr noch so eine kleine Rauchwolke aus dem Laden kommen, das vor dem eben noch die Jugendlichen gestanden haben, das tatsächlich der Pfandleiher war. Und die Fensterscheibe ist wohl kaputt und seht gerade noch so ein paar von denen, wie sie dann irgendwie aus der kaputten Fensterscheibe rauskommen mit so ein paar Säcken über den Rücken. Einer trägt so einen Fernseher, so einen Flachbildfernseher. Aus dem Pfandleiher kommen die raus. Ja. Die sind gerade voll bepackt. Ja. Tausche Rollcontainer gegen Waffe! Also die sind da ganz klar eingebrochen. Die sind ja schwer bepackt, ja gut, was haben die? Haben die Knarre oder nicht? Das bin ich jetzt gerade am Überlegen.
Wie alt sind die aus? Entweder mit den Jungs handeln oder schnell in den Laden. Also ganz ich ehrlich, sag mal, wie. Teilt ihr mit uns? Lass sie rennen. Da die Jungs jetzt weg sind, renne ich in Richtung Leihhaus, springe durch das Fenster rein und gucke unter der Theke, ob deine Waffe liegt. Fass nichts an. Ja, unter der Theke findest du so ein Gewehr halt angeklebt. Ganz klischee-mäßig. Fass nichts an. Ja, ich würde so das Hemd kurz ausziehen und. Hast du was gefunden? Ja. Findest aber auch sonst noch. Die haben wohl ziemlich viel geplündert hier schon, aber die Waffen haben die anscheinend nicht interessiert. Also so. Okay. Beeilung, alles einstecken, was wir gebrauchen können. Ich hätte gern so eine Pistole oder sowas, oder revolvermäßig. Revolver gibt's da, ja. Also es gibt jetzt keine schweren Waffen da, aber es sind so halt Revolver und das Gewehr ist schon das Größte, was es da gab. Du hast vielleicht so eine abgesägte Schrotflinte oder sowas. Ich guck mal, ob Munition dazu da ist irgendwo. Ja, gibt's auch. Dann würde ich gucken, ob da irgendwo eine Kasse ist. Ja. Die ist allerdings kaputt gesprengt. Also die ist geplündert, okay, schade. Aber ich kann mir vorstellen, ich würde noch in einem Schrank irgendwo gucken. Vielleicht hat er ja nicht alles in seiner Kasse gehabt, sondern so eine extra kleine Schachtel, wo irgendwo. Die Schränke sind alle ausgerissen und durchwühlt und. Geplündert, okay, schade. Aber ich kann mir vorstellen, ich würde noch in einem Schrank irgendwo gucken. Vielleicht hat er ja nicht alles in seiner Kasse gehabt, sondern so eine extra kleine Schachtel, wo irgendwo. Die Schränke sind alle ausgerissen und durchwühlt und. Okay, ist mir zu viel. Aber ich stecke mir schnell zwei Revolver in die Innentaschen mit ein bisschen Munition und springe wieder raus ins Laden. Was haben wir denn da alles jetzt gefunden? Munition einstecken wollen. Nur 44er, wenn das heißt. Also ich würde mir die Schrotflinte krallen und wenn es irgendwas Handwaffenmäßiges da ist, Baseballschläger, Katana, irgendwas. Ach, gibt's wieder einen Schlagstock? Baseballschläger gibt's auf jeden Fall. Sogar so schön also, aus Stahl. So eine Stahl Baseballschläger, aber so noch innen auch noch ein Holzschläger mit. Gibt's auch so einen Teleskop-Schlagstock? Ja. Wir haben sich den auch einstecken. Wie sieht's mit Kampfmesser oder sowas aus? Ja, gibt's so auch. Rambo-Messer. Also packe ich mir ein. Fleck. Kampfmesser. Was will denn John? Willst du auch was mitnehmen? John nimmt die Pistole mit. John nimmt die Munition für die Pistole mit. Ja, John sucht tatsächlich nach einer Machete, weil John ist stinksauer und will seine Familie beschützen. Und das ist anscheinend ein Film. Ja. John nimmt die aufgezählten Dinge mit. Mhm. Und, dann schaut er sich mal noch so um, was es denn da noch für Tant gibt, den man ein bisschen umfunktionieren kann. Und er würde mal nach Holzstöcken Ausschau halten. Gibt's noch so einen Umhängehalfter, wo man sich die hier so an die Brust die Pistolen stecken kann? Ja, geht so. Oh, nehm ich auch noch mit. Ich sag mal, ihr könnt euch jetzt und damit allem versorgen, was ihr so groß, grob braucht. Also das ist jetzt nichts super mega krass. Das ist. Also ich nehme irgendwo Besenstiel aus Holz, werde den ein bisschen zerkleinern und werde den da mehrere Stücke draus machen, die ich anspitzen würde. Mhm. Drück jeden von euch einen in die Hand. Ist also da. Ich würde mal nach Silberschmuck noch suchen. Ja, der ist geplündert von den Jugendlichen. Ich gebe also das, was Dave, offensichtlich nach Wert aussieht, das ist nicht mehr vorhanden. Ich gebe Dave eine Gitarrentasche, so einen Gitarrenrucksack, wo er das Gewehr reinstecken kann. Genau. Und da alles rein. Alles rein, was er knarren und Dings, was wir jetzt gerade nicht so am Körper tragen. Okay. Genau. Gut. Also ich würde mir dann halt auch noch eine Handknarre irgendwo in die Hosentasche stecken, hinten rein, Hemd drüber, gut ist. Dann macht Puff. So. Perfekt ausgerüstet, verlasst ihr den Pfandleiher. Liegt in der Pfandleiher noch irgendwo tot rum oder so? Nö.
Der okay. scheint nicht da gewesen zu sein. Ach, also. Ist da noch so ein alter Ledermantel oder sowas? Kriegst du auch sowas, ja. Ja. Eine lederne Sonnenbrille mit. Nein. Doch. Nein. Was willst du im Dunkeln mit einer Sonnenbrille? Ich habe sehr gute Augen. Ja, okay. Dann gut. Ja, und dann Richtung deinem Auto dann? Fahrzeugschlüssel? Ja, dann geht's Richtung meinem Auto und kennt jemand Schleichwege hier? Kommen beide nicht aus New York. Ah, doch, ich komm aus New York. Was hält's geht? Aber New York ist groß. Also ich würde vielleicht ein paar Straßen lotsen, aber ansonsten kommst du halt aus New York. Sind wir auf Manhattan irgendwo oder sind wir nicht auf Manhattan? Ja, nee, gerade in der Bronx. Bronx also nicht auf, ja. Gut, ich kann nicht so gut. Wir nach rechts aus New York rausfahren? Ja, glaubst du nicht, da sind mittlerweile Polizeisperren und. Außerdem sind die Cops da auch anscheinend hinter uns her, so wie das aussieht. Ja. Und wir sollten vielleicht nicht gerade... Johnny wird steckbrieflich gesucht, von daher... Und wenn er so im Auto sitzt und gerade noch diskutiert, hört ihr von hinter euch eine schwere Explosion? Seht hinter euch, sieht da irgendwie so eine Rauchsäule irgendwie an der Straße vorbei ziehen und dann irgendwann vibriert so ein bisschen der Boden. Ihr guckt so nach hinten und dann wird tatsächlich ein Panzer noch in der Straße vorbeifahren. Oh, scheiße, raus hier. Ich will mal zwarten, ein Foto. Wir sollten. Ich würde jetzt auch ganz ruhig sitzen. Also ich bleib jetzt erstmal ganz ruhig sitzen, drück auch nicht aufs Gas und so. Und warte mal, bis der außer sich verschwindet. Ja, der fährt einfach nur vorbei und ist dann irgendwie an der Querstraße wieder verschwunden. Straße biege ich nicht, aber ich fahre nicht. Moment, wenn wir noch eine Minute haben, würde ich gerne gucken, was passiert. John, du wirst von der Polizei gesucht. Ja. Wäre es dann eine besonders schlaue Idee, mit deinem Auto durch die Gegend zu fahren? Hast du eine bessere Idee? Wir fahren zu meinem Auto. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Wie weit ist dein Auto weg? Wir sind zu Fuß hierher gekommen, also nicht weit. Dann könnten wir auch zu Fuß dahin. Das Problem ist, wenn wir mit seinem Auto gefasst werden, dann ist der Teufel los. Ja. Es gibt eine weitere Explosion vor euch. Fahr. Mittlerweile ist die Sonne ganz untergegangen. Ist schon relativ dunkel, die Straßenbeleuchtung ist an, flackert allerdings teilweise. Seht auch, dass im Umliegenden in den Gebäuden teilweise Lichter angehen, aber auch ganz viele ausbleiben. Also scheint nicht mehr so viel Leben oder so oder Leute hier zu sein. Vielleicht sind die alle schon weg oder so, keine Ahnung, was passiert ist. Fahr, gib aufs Gas, fahr zu dem Hotel, wo Konstantin ins Auto steht. Ja, ich würde dann mal versuchen zu Hotel zu fahren und wenn wir dann schon so hinfahren, glaubt ihr, es ist eine gute Idee, wenn schon mein Auto keine gute Idee ist, zu dem Hotel zu fahren, in dem eine Explosion war mit einem. Das ist das andere. Wir sind in einem, Johnny und ich hatten ein Motel zusammen. Also war es oder ein Hotel oder. Ja. Jedenfalls so eine kleine Kaschemme. Ja, absteige. Okay. Wenn ihr meint, dann fahre ich euch dahin. Problem. Ja, wir müssen das Fahrzeug wechseln, definitiv. Ja, ihr fahrt so ein paar Blocks um die Ecke die Straßen sind auch relativ frei, merkwürdig frei sogar. Wenn wieder stehen so kreuz und quer so ein paar Autos auf der Straße, dann musst du ein bisschen so rechts und links durch die Seiten fahren. Und
Als ihr dann in der Nähe schon seid von dem kleinen Motel, etwas außerhalb schon von den großen Häuserschluchten, schon eher so vorstadtmäßig ist es ja da unterwegs, biegst du in die nächste Straße ein und da ist auf jeden Fall so ein Wasserhydrant, der ohne Ende Wasser auf die Straße spuckt und fährst da durch und hinter dieser Wasserfontäne, da läuft gerade jemand quer über die Straße. Bremst du oder fährst du weiter? Das kannst du dir überlegen, während wir in die Pause gehen. Ah. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Bis später, Leute. Wir machen eine kurze Pinkel und Bio und neues Wasser holen und bis gleich. Was Pause. Tschüss.
So. Da sind wir wieder. Ja, also. Fahrt durch eine Vorortstraße Richtung Motel von Konstantin. Alles Menschen verlassen. Du hast mehrere Male schon verlassene Autos umkurven müssen. In dieser Straße ist ein Hydrant explodiert oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall schmeißt das Wasser quer über die Straße. Man kann schwer durchgucken, als du mit natürlich schnellem Tempo, weil du willst ja schnell nach Hause, da durchfährst. Auf der anderen Seite hast du wohl jemanden übersehen, der gerade über die Straße läuft. Was? Vollbremsung, Ausweichen. Du hast mehrere Optionen. Echt-Test. Wir machen den Echt-Test und zwar mit meinem Auto. Okay. Der soll dir gelingen. Das Auto kommt leicht ins Schlingern und jeder, der nicht angeschnallt wäre, was ihr natürlich seid, wäre jetzt, glaube ich, ein kleines Problem. Ich glaube nicht, dass wir da aufgepasst haben. Also, ja. Und Safety first. Ihr umfahrt diese Person, die da so schleichend über die Straße setzt, gerade eben so noch. Leicht touchiert ihr sie noch an der Seite. Und Leute, also von der Rückbank aus erstmal gaffen, wer da war. Ob wir das Gesicht kennen. Du seid da jetzt so schnell dran vorbeigefahren. Also Gesichter kannst du jetzt nicht schwer erkennen. Das scheint wohl Mann zu sein. Sieht Leute. Männliche wahrscheinlich Gestalt. Ja. Und du guckst dich halt um und dann irgendwie, da stehen jetzt noch mehrere Leute auf der Straße, wenn du nach vorne guckst. Auch neben der Straße. Oh, die Straßensperre. War weg hier. Nee, die stehen da eigentlich ziemlich ziellos in der Gegend rum. Mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße, wie wirken die Leute? Stehen da rum. Ich fahr dran vorbei. Haben sie Gängestift in den Händen? Müsstest du erstmal auf jeden Fall abbremsen, damit du keinen auf der Motorhaube landen hast? Ja. Und die stehen ziemlich eng beisammen inzwischen. Bitte nicht langsamer fahren. Vielleicht kannst du auch den Bürgersteig ausweichen. Da stehen weniger, merkwürdigerweise. Ich drück schon mal vorsichtshalber auf den Knopf, der quasi die Zentralverriegelung auslöst. Mhm. Und wird dann. Machst also die Tür auf. Nein, das tun natürlich. Nein! Und dann die Beleuchtung durch das Laternenlicht dort. Ich fummel mal meine Pistole aus der Hose raus. Ich möchte mich auch gerne auf den mittleren Sitz hinten setzen. Ja, ich würde mal gucken, ob ich auf diese Gruppe zubewegt, drehen sich die ersten von denen auch so zur Seite zu euch hin. So ganz langsam und trotten dann so in eure Richtung. Schon wieder Zombies. Und weg hier. Scheinwerferlicht könnt ihr die ersten erkennen. Die haben halt teilweise also so schwarz überzogene Köpfe mit so einer schwarzen Schrotflinte, schnell Konstantin und du gib Gas. 180 Grad Drehung und zurück. Ich drück einfach volle Pulle aufs Gaspedal. Ja. Nur ja. Du erwischst die ersten und fegst sie zur Seite. Aber irgendwie kannst du jetzt auch erkennen, dass die ganze Straße voll ist mit Leuten. Und das Auto fährt über die ersten paar noch drüber, wird aber auf jeden Fall dadurch ausgebremst und du kommst auf jeden Fall durch an dieser dicken Menge. Aber es kostet das Auto einiges, wenn es Strukturpunkte gibt, wäre das Auto ziemlich am Arsch. Die Fensterscheibe wird auf jeden Fall auch kaputt gehen, wenn du den einen oder anderen auf jeden Fall nach oben schleuderst gegen die Fensterscheibe. Du musst dann teilweise auch ein bisschen so gucken, wenn da ein dicker Riss halt drin ist jetzt. Und der dich auch zwingt, langsamer zu fahren. Mhm. Ich würde so, falls ich jetzt hier noch ein bisschen gucken kann, falls bei mir nicht so schlimm ist, würde ich ein bisschen dirigieren. Fahr. Ja, und ihr fahrt weiter. Ich fahr ja schon. Wird es irgendwann mal weniger? Ja,
Ihr seid jetzt an der dicken Menge vorbeigefahren. Wenn ihr hinten rausguckt, könnt ihr sehen, dass die teilweise wieder aufstehen und halt sich langsam hinter euch herlaufen. Aber ihr seid halt im Auge. Was zur Hölle ist hier passiert? Dave guckt nach hinten und guckt so im, wie die so langsam so im Horizont schon fast verschwinden. Und dann siehst du halt, wie irgendwas, ja, du kannst es nicht, in der Straßenlaterne kann man es gerade noch so erkennen, irgendwas huscht ins Bild quasi. Oder in auf die Straße zwischen die ganzen Typen, oder zwischen die, ich nenne sie jetzt mal Zombies, ja. Ja. Und dann gibt es ein großes knackendes Geräusch und die Zombies fliegen nach allen Seiten weg. Das kannst du noch sehen. Und dann biegt Scheiße, die nächste Straße ein. Scheiße, was war das jetzt? Und das Ding hat sich unglaublich schnell bewegt. Konstantin, hast du das gesehen? Ja. Ich fahre halt einfach weiter, weil ich ja, so davon aus, dass auch schon fahren. So da hast du jetzt kein Gesicht für, du musst ja also wir an der kaputten Scheibe vorbeigucken, dass du überhaupt ja, natürlich, aber ich spreche mit Konstantin. Das hätte ich auch sehen können, ja. Ich hab dich akustisch jetzt nicht verstanden. Du hast es auch sehen können, ja. Mhm. Kann ich deuten? Weiß ich, was ich gesehen habe? Irgendwas war da, was Schwarzes, was Unheimliches. Ein Typ mitten in die Leute gelaufen und dann sind sie alle nach allen Seiten weggeflogen. Ah, oh, ist wieder so ein. Wieder so ein. Würdest du sagen? So ein Giftmonster. Oh. So ein Suppentyp. Ein Suppentyp? Die Typen waren Zombies. Nein, das war irgendwas anderes. Nee, es war so einer von den Mutierten, die die Suppe abgekriegt haben. Das waren die anderen. Hast du nicht gesehen, dass die alle dieses schwarze Zeugs hatten? Ja, Suppe. Ja, aber der Typ, der durch die durchgefegt ist, war was anderes. Was ja, er immer es war. Das haben wir damals im Video gesehen, weißt du noch? Ich guck mal kurz in den Rückspiegel, weil von mir aus die reden. Du bist ja um die Ecke gebogen, da ist jetzt gerade nichts mehr. Okay, Fahr weiter. Irgendwo. Wir brauchen ein anderes Auto. Das Auto ist Schrott. Sind wir fast da? Ja, das Auto stockert auch inzwischen bedenklich und. Vorne kommt auch schon ein bisschen Qualm aus der Motorhaube raus. Aber ihr seid bald da. Ich guck das Auto dann an. Ist da irgendwo andere Autos, die etwas stabiler aussehen? Autos rum. Irgendwas, was stabiler aussieht, so ein SUV oder ein Hammer oder. Ja, bestimmt. Ihr also, bietet jetzt auch auf dem Parkplatz des Motels ein, da stehen auf jeden Fall noch andere Autos, noch stabilere. Und auch Konstantins Auto natürlich. Was immer das für ein Auto ist. Das Motel ist schön beleuchtet, die Beleuchtung draußen blinkt auch in allen schönen Farben. Konstantin, was hast du für. Sonst alles menschenleer. Konstantin, was hast du für ein Auto? Einen schwarzen, rostigen alten Chevy. So einen richtig schön großen Chevy. Ja. Aber hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich würde mal umgucken, ob es da etwas Vertrauenserweckenderes gibt. Etwas, was robust aussieht und nicht so, wie wenn es jetzt gleich auseinanderfällt. Hammer. Ja, oder irgendwas Stabiles. Hammer wird da wahrscheinlich nicht rumstehen in so einer Gegend, aber. Aber so irgendwas muss du sehen. Das. So einen alten Kleinbus. Ja, zumindest mal vielleicht ein bisschen was stabiler ist. Gut, da haben wir diesen Platz, um sich vielleicht ein bisschen zu bewegen da drin. Gut, ab zu dem Kleinbus. Ich guck mal, ob der geöffnet ist. Natürlich nicht. Sein Auto offen stehen. Okay, ich nehme meinen Baseballschläger und hau hinten rechts die Scheibe ein. Okay. Ja, toll, an meinem Platz. Ja, es gibt ein lautes Klirren und die Scheibe ist eingeschlagen. Okay, Beifahrertür auf, über die Sitzbank rüber, Fahrertür auf. Ich guck, ob irgendwo
unterm Spiegel, unterm Handschuhfach irgendwo sowas wie ein Schlüssel oder ein Ersatzschlüssel ist. Ich verstehe auch das Prinzip immer noch nicht, warum man Ersatzschlüssel im Auto lässt. Richtig. Könnte ja mal sein. Das ist einfach immer. Ich weiß, dass es in vielen Filmen so ist, aber ich verstehe das Prinzip einfach nicht. Dann ist meistens das Auto aber nicht abgeschlossen. Ist das in deinem Pen & Paper auch so? Dann ist es meistens nicht abgeschlossen, das Auto. Aber gut, kann jemand von euch ein Auto kurz schließen? Ja, du als Kfz-Schlosser. Ich kenne Kfz-Schlosser, aber gut, ich versuche mein Bestes. Ja. Ja gut, ich erinnere mich so an meine Jugendzeit. Leg mich da mal so halb unter den Fahrersitz, ruck einmal so richtig an der Lenkradschloss, dass es aufgeht und oder kaputt ist wie immer und schließt die Karre kurz. Das wäre so Kabel verbinden. Ich komme so deutlich rüber. Wollen wir nicht hier lieber noch ein bisschen irgendwie nach einem Stück Holz oder was umsehen, dieses Loch da hinten zuzumachen? Ich habe keinen Bock, dass hier diese Dinger draufspringen. Ja. Gibt es irgendwie einen Zaun von so einem Vorgarten oder sowas, den wir entwerfen können? Ich meine, ich will ja nicht meckern, aber ein paar Blocks weiter sind Scheiß, Drecks, Viecher, Zombies, was auch immer. Meinst du, solange die Karre noch nicht läuft, hole ich zwei Zaunlatten. Läufst du Zaun? Wie möchtest du die abmachen? So Hände dran oder mit dem Fuß gegen den Zaun und das ziehen. Ja, dann. Moment. Ja, du hängst jetzt da erstmal am Zaun und versuchst ihn abzureißen. Und ein paar Minuten später, du brauchst da schon einige Zeit für, bis du die erste abhast. Hast du ja auch irgendwie ein bisschen, hast dich geratscht, aber. Und da siehst du dann so eine Gestalten, die halt die Straße runterkommt gerade. Ziemlich langsam torkend. Ich rufe meinen Freunden zu, beeilt euch ein wenig. Ich hab schon. Komm endlich. Komm her, Konstantin, wir haben keine Zeit mehr. Wie läuft das Auto denn schon? Ja, natürlich läuft es schon. Es ist ja relativ schnell kurz geschlossen. Ja. Ungefähr in der gleichen Zeit, in der du die ersten Lattenzaun, also du hast gerade abgemacht, da startet Dave das Auto. Dann renne ich auf das Auto zu und springe durch die Schiebetür rein. John, fahr du. John, fahr. Ich guck so, warum, ich wundere mich, dass nicht alle wunderbar fahren halt. Du weißt am besten, wo du wohnst, das ist das eher das Problem. Genau, das ist so die... Das ist so die Geschichte und ich habe gar nicht sonderlich hochgeskillt. Müsstest du mal gucken? Physical, Drive. Oh, ich habe in Drive ganze 0 Punkte reingesteckt. Ich brauche mal ein Trick, ja. Gerade so fahren. Ja, du jetzt gerade die Mengen fahren kannst, ist was anderes. Also, ich steck ins Auto ein. Fange an, loszufahren. Richtung nach Hause. Ja. Fahr. Konstantin, Waffenladen. Waffen sind geladen. Okay, also wenn gut überprüfen, ob die alle geladen sind. Alle Waffen sind sicher. Du musst ein paar Mal so Straßen umfahren, wo wirklich viele von diesen Zombies auf der Straße zu sein scheinen. Kannst du auch teilweise, könnt ihr sehen, wie die in Häuser einbrechen, Leute rauszerren. Oder so. Aber ihr seht auch immer wieder irgendwelche Schatten, die irgendwie im Zwielicht der Häuser unterwegs sind, die da rumschleichen, auf den Dächern herumschleichen, von den Dächern runterspringen und die Zombies töten. Und zwar mit bloßen Händen, die scheinbar in der Luft zu zerreißen. Das ist gerade irgendwie was ganz Merkwürdiges. Dann wieder an einer anderen Straße könnt ihr Soldaten sehen, die gegen Zombies kämpfen. Also es scheint irgendwie gerade irgendwie irgendwas Krieg.
Krieg zu sein in den Straßen von New York. Verdammte Scheiße, was ist das? Zombie-Apokalypse? Haben wir irgendwas verpennt die letzten Tage? Und irgendwann kommt er auf jeden Fall dann an Johns Haus an. Licht brennt. Ja, kommt schnell rein hier. Schrotflinte. Und auch hier in der Straße lungern Gestalten rum, aber es liegen auch schon mehrere geköpfte Zombies auf dem Boden. Und vor Johns Haus könnt ihr so einen ganzen Pulk von Zombies sehen, die alle irgendwie sich nicht mehr bewegen. Auf jeden Fall liegen sie am Rücken. Boden liegen die. Einige sehen ziemlich verbrannt aus. John, ich glaube, es kommt zu spät. Nein, 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 kommt doch. Glaubst du, hier zu viel? Ganz schnell Richtung Haus, die Tür ist geschlossen. John zückt den Schlüssel, macht natürlich sofort auf. Geh rein, ja. Da sitzt, sitzt deine Frau und dein Kind, sitzen nicht draußen in der Küche oder im Wohnzimmer oder so, es ist leer gerade das Haus. Ja, ich guck mal nach irgendwelchen, ich alle Zimmer durch, rufe nach ihnen. Und will dann auch so ein bisschen, also ich guck halt, ob sie irgendwie, ob Koffer fehlen oder so etwas. Nee, aber dir ist aufgefallen, dass die Kellertür wohl, die ihr schon lange nicht mehr benutzt habt, irgendwie, dass die wohl aufgeschoben war als zwischenzeitlich. Kann man sehen, weil da so ein bisschen, die knarzt so am Boden lang. Okay. Lässt halt auf den Fliesen immer so ein Streifding, das wolltest du immer schon mal reparieren, aber deswegen benutzt er die auch kaum, damit es nicht ständig die Fliesen kaputt macht. Ja, ich denke mir so, oh Gott, wenn wir denn hier, also was ist jetzt hier passiert? Ich stehe da so ein bisschen von nachdenklich gegangen. Ihr ruft ja die ganze Zeit. Ja. Papa? Ja, hier bin ich. John? Ja? Ah, Konstantin. Dann wird die Tür von irgendwie, hört er so Räumegeräusche irgendwie gerumpelt von hinter der Kellertür und dann wird sie nach innen aufgezogen und tatsächlich dein Kind und deine Frau stehen dort. Gott sei Dank, euch ist nichts passiert. Die fallen dir natürlich in den Hals. So. Ja, ich fall den auch im Hals. Und guckst in ihre Richtung. Wer hat denn da geklingelt eben? Das war so ein merkwürdiger Typ, der hat gesagt, wir sollen uns im Keller verstecken. Er hatte eine Militäruniform an. Und da waren so komische Gestalten draußen im Garten. Und dann sind wir runter und dann haben wir die Tür verrammelt und dann gab es Gewehrschüsse und wir hatten ganz doll Angst. Ich habe das Handy oben gelassen. Okay. Aber ich habe mich auch nicht getraut, mehr rauszukommen. Was ist passiert? John, wir können hier nicht bleiben. Doch, wir müssen jetzt hier bleiben. Ich kann auch hier nicht einfach gehen. Ab in den Kleinbus und alle zusammen abhauen. Wohin denn? Weg von hier. Diese. Ja, irgendwas geht ja vor sich. Wenn ich euch. Egal, was ich euch jetzt sage. Das ist. Ihr würdet mir eh nicht glauben. Das ist einfach. Was? Raus mit der Sprache. Nein, nicht ihr. Egal, was hier jetzt vorgefallen ist. Lady. Wir können doch hier nichts weg. Wer sind John. Die denn? John, Freunde. Das sind Freunde. Sag ihr, dass ich schnell. Sag ihr, dass ich schnell ein paar Sachen packen soll. Wir müssen ja los. Wer weiß, was die Viecher hier ankommen. Pack ein paar Sachen zusammen. Wir müssen weit, weit, weit weg von. Ich würde am besten etwas auswärts in Richtung Land fahren, wo halt nicht so viele Bevölkerung ist.
Okay, ich gehe dann mal Sachen packen. Der Krieg ist aus. Die Russen greifen, nein, der Krieg ist ausgebrochen. Ist eigentlich unser Van noch bei John? Der Geisterjäger-Van? Ja, klar. Oh, perfekt. Kommt schnell im Hinterhaus. Da habe ich vielleicht was Nützliches. Das ist ein Bild für die Götterliche Zombie-Apokalypse mit dem Geisterjäger-Van. Who do you call? Das ist noch so ein Rucksack mit Elektro. Das ist ein Photon-Pack. Genau. Nee, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Er geht ja, also hier doch packen. Frau und Kind verschwinden nach oben und packen Sachen. Ja, und ich nicht. Und dann hörst du manchmal so, nein, du kannst nicht alle Stofftiere mitnehmen. Okay. Ich rufe nach oben, aber mindestens drei. Ja, und während ihr da so euch unterhaltet, geht ihr nach draußen, um den Geisterjäger-Van zu begutachten. Der ist in so einer kleinen Hütte, die du auf deinem Grundstück hast, da wo ja auch dein eigentlicher Laden drin ist. So ein Seitenteil davon, da ist der Van untergebracht. Sieht von außen, kannst du ja mal beschreiben, wie dein komischer Laden da aussieht. Ja, mein Laden ist im Endeffekt so ein bisschen Vintage-mäßig gebaute Gartenhütte, die so an den die Architekturstil so der Gründerzeit erinnert, also so 1700 irgendwie was, sehr sehr nett mit in der Überschrift The Museum of the Occult, und man sieht halt auch recht fix, dass das Museum of the Occult ernst gemeint ist, und zwar steht dann auch groß Führung, wann die nächste Führung ist, also Öffnungszeiten und sowas, auffälligerweise oft am Wochenende. Und vor der Hütte ist halt dann noch ein paar Prospekte aufgehängt, so was er alles Tolles hat. Das sind halt schon so ein paar Fälle, wovon man vielleicht auch mal gehört haben kann, dass da irgendjemand sich wieder so ein Haus gekauft hat, was halt nicht so ganz gut ist, und dass da jetzt irgendwie ein Geist oder was drin war, weil da ein Mörder von vor x Jahren war oder sowas. Also sowas, was man halt aus der Klatschpresse liest. Und daneben steht halt, neben dieser Hütte steht halt ein Van, so ein älterer VW-Bulli, auch schon ein bisschen angerostet, wo halt im Endeffekt relativ simpel darauf angebracht worden ist, was heißt simpel angebracht, also im Endeffekt ist er halt lackiert worden, ne? So, er ist halt so in so einem grünen Violett gehalten. Und an sich würde ich jetzt, würdet ihr halt auch sagen, der hat halt auch schon so die beste Zeit hinter sich. Also den haben sie irgendwie vom Schrottplatz immer nochmal so zum Laufen gebracht. Aber zumindest ist halt da noch dieses Museum, und das sieht auch recht nett eingerichtet aus. Auf den ersten Blick, wenn er aufmacht, sieht er halt so ein Holztresen, und dahinter dann auch so ein Glaskasten mit positiven Warnungen, bitte nicht öffnen. Da ist so eine Raggedy-Ann-Puppe drinne, und andere Sachen, die irgendwie was mit Okkulten und Besessenen zu tun haben. Sieht schon sehr professionell aus, ja. Also ich guck mir die Karre an und vergleiche die mit der Karre, die wir haben. Ja, ist ungefähr. Was?
Die ist halt besser verkleidet, so. Also die ist halt weniger Fenster dran. Ja, sei denn jetzt. Ja. Auf jeden Fall sind die Fenster nicht eingeschlagen zum Teil. Wie viele Sitzbänke hast du da drin? Oder hat die Karre? Hat die überhaupt noch Sitzbänke hinten drin? Das ja, reicht auf jeden Fall, glaube ich, um 4 Leute zu transportieren. Ne? Also, ja, 4 bis 5 kann man damit schon transportieren. Wie viele Kinder hattest du nochmal? Wie viele Kinder hattest du nochmal? 1 3 1 1 Also sowas glaube ich. Ja, da müsste das Ding ja aber noch sowas wie eine Ladefläche haben. Ja. Wenn es ein VW-Bus ist. Also hinten ist im Endeffekt eine Sitzbank so ja, wie so in so einem Bus halt so quer eingebaut worden. Okay. So, dass man quasi auf einer Seite wie so ein altes, ja, so, ihr kennt doch diese Wagen, die man auch auf dem Bau fährt, ja? Diese Bullis. Ja. Ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen, nur dass halt auf einer Seite eine lange Sitzbank ist und auf der anderen Seite so ein kleines schmales Regal angebracht worden ist. Wo halt Dinge drin sind und so Dinge wie irgendwelche Detektoren, Kreide, Kreuze, er sieht aus, Knoblauch nicht, aber irgendwelche anderen seltsamen anmutenden Apparaturen. Wo ihr halt, ja, die ihr vielleicht auch nicht zuordnen könnt. So, wir haben ein Fahrzeug, wir haben deine Familie und was nun? Ab aufs Land. Was wollen wir denn dagegen tun, was da rumrennt? Was ist mit Johnny? Glaubt ihr nicht, der leistet dem bereits Gesellschaft? Hatten wir nicht irgendwas, was gegen die Suppe geholfen hat? Ja, diese Suppe. Einmal Feuer. In your lifetime Wundermittel und Feuer. Aha. Hast du Benzin im Haus? Ja, im Keller, im Rasenmäher. Flaschen. Leere Flaschen. Ja klar, ist alles da. Guck mal, was hier also. Während ihr euch da an dem Haus so unterhaltet, hört ihr so Tippeln auf dem Dach. Komm her, hier, es ist ja nicht zweigeschossig hier. Ja, ich guck mal hoch. Ja, es rotiert hier in die Richtung. Ja gut, ihr seid jetzt halt drin und ihr hört das Tippeln am Dach. Also auf dem Autodach? Ja, nee, nicht auf dem Autodach, sondern auf diesem Garagendach. Das ist ja in so einer Garage drin. Ja, ich... Zieh eine Waffe. Da wird mal rausgehen. Langsam und vorsichtig. Ich habe auch die Schrotflinte im Anschlag. Also jetzt nicht quasi in einer ruckartigen Bewegung, sondern eher wie jemand, der sich halt unauffällig mal kurz so drüber lügt. Dann siehst du auf dem Dach wieder eine von diesen Kreaturen hockt, die du wohl aus der Kanalisation kennst. Oh. Dass du in der Gegend rumschnüffelt. Ich deute aufs Dach. Habt ihr uns entdeckt? Nö, die guckt da, die schnüffelt so in der Gegend rum. Ich guck zu euch und guck dann, ja, guck zwischen euch hin und her und denk so. So zu zeigen, geben einer daran. Also wir sehen die, aber der sieht uns nicht, oder wie? So scheiße. Oder tut. Zurück in die Garage, die scheiß Viecher kommen nicht alleine. Meint ihr, das sind die gegen die Zombies kämpfen? Vampire gegen Zombies? Hört sich an wie ein schlechter B-Film. Oder ein blödes Computerspiel. Ich zuck mal so mit dem Achsel, natürlich keine passende Antwort dazu kennen. Kennen sie ja tatsächlich. Ich würde raustreten. Ja. Wieder bessere. Und wieder Waffe im Anschlag. Was willst du hier?
Und dann guckt es so nach unten. Und so flasht sie die Zähne. Ich habe immer noch die Waffe im Anschlag. Was willst du mit dem Spielzeug? Mensch! Mich meine Haut erwehren, sofern es möglich ist. Was ist hier los? Hast du nicht die Kreaturen auf der Straße gesehen, Mensch? Sehr wohl. Seid ihr das, die gegen die Brecher der Maskerade? Maskerade? Was für eine Maskerade? Das hat dich nichts anzugehen, Mensch. Ich gehe davon aus, dass sich die Kreaturen der Unterwelt nicht öffentlich zeigen wollen und das Maskerade bedeutet. Gut. Apropos Maskerade, gehörst du zu Maskerade? Dass unser Gebiet wieder gesäubert wird, Mensch. Dann seid ihr das, die diese Kreatur bekämpfen. Nicht alle von uns. Alter, nicht? Die, die sie erschaffen haben. Wer hat sie erschaffen? Einer von uns. Ich weiß seinen Namen nicht. Einer von euch. Ich guck so zu ihm. Moment, gehörst du? Gehörst du zur Maske? Ja. Und ich suchte euch. Du suchst uns. Ja, wir brauchen... Wieso? Und es, du siehst, dass es sie anwidert, diese Worte auszusprechen. Wir brauchen Hilfe. Das finde ich spannend. Wer ist die rote Hand? Was steckt hinter der roten Hand? Das sind diejenigen, die die Maskerade brechen. Und diese Wesen auf die Welt loslassen. Ja. Okay. Also ihr seid verfeindet. Sehe ich das richtig? Was ist Gaia? Angehörige auf ihre Seite gezogen. Und es ist Krieg in diesen Straßen. Und wir müssen ihn beenden, möglichst schnell. Kannst du uns noch ein paar Informationen geben? Was ist Gaia? So bezeichnen die Werwölfe die Welt, glaube ich. Die Werwölfe. Gibt es in diesem Kampf nur zwei Fraktionen oder sind es mehrere? In zwei relevante, wenn du mich fragst. Die Maske und die rote Hand. Ja. Was weißt du über Mother? Das seid ihr doch, oder nicht? Die Jäger. Ja, seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen erst Jäger. Was hast du denn vorher? Die Augen so zu schlitzen. Oh. Wie kommst du denn auf uns? Haben wir letztes Mal so Einbruch hinterlassen? Wir kamen doch aus dem Hauptquartier der Jäger, oder nicht? Ja. Das stimmt wohl. Wir waren auch bei euch zu Besuch, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das wart ihr. Dort wolltet ihr uns töten. Hätten wir das gewollt, wärt ihr schon längst tot. Wir haben die Küken mit euch spielen lassen. Los. In Angriff. Und jetzt braucht ihr ausgerechnet unsere Hilfe. Ausgerechnet wir. Mal übergelaufen. Diese Verräter. Was kannst du uns über Mr. Wu und Mr. D erzählen? Mr. Wu, woher kennst du diesen Namen?
Jeder kennt Wu. Also sag uns jetzt, was du über Wu weißt. Mr. Wu ist der Prinz dieser Stadt. Der Anführer aller Vampire. Nun, vielleicht nicht mehr aller. Und Mr. D, das sagt mir nichts. Wer soll das sein? Ein Spaßvogel, der sich in diesen Krieg etwas einmischt. Dann habt ihr wohl Informationen, die wir nicht haben. Wir tauschen gerne. Nochmal zurück. Wie können wir euch helfen? Ihr seid die Jäger. Ihr seid spezialisiert darauf, die unseren zu jagen. Wir sind zu dritt und das sind Millionen, so grob getippt. Also. Wo ist das Hauptquartier von Mr. Wu? Das werde ich dir nicht verraten, Mensch. Wir mögen vielleicht zeitweise an derselben Seite kämpfen, aber wer sagt mir, dass ihr danach nicht einfällt. Nun, ihr sagtet gerade, Mr. Wu ist der Anführer der Vampire. Warum sprechen wir nicht mit ihm? Aller Vampire oder auf welcher Seite steht Mr. Wu? Mr. Wu ist der Prinz dieser Stadt, der Anführer. Der rechtmäßige Anführer dieser Stadt. Und steckt Mr. Wu hinter diesem Krieg? Nein, natürlich nicht. Was hätten wir davon, unsere Beute auszurotten? Das sind die Verräter, die Brecher der Maskerade. Diese Blähe, diese verrückten Kinder des Mondes. Wo? Kinder des Mondes? So nennen sie sich. Hat das einen Grund? Na, der wäre zu viel jetzt zu erklären, ja. Aber es gibt einen. Okay. Trotzdem. Es ist wichtig zu wissen, dass sie verrückt sind. Und dass sie die Maskerade gebrochen haben. Den Frieden gebrochen haben zwischen den Menschen und den Vampiren. Und gegen den Prinzen aufbegehren. Also gegen euch und gegen die Mondleute hatten wir sehr viel Erfolg mit Feuer. Hast du noch andere Tipps? Den Kopf ab. Das hilft immer. Ich hatte vor ein paar Tagen mit jemand eine Begegnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine der verräterischen Personen ist, die du so suchst wie ich. Ich würde eine kurze Beschreibung abgeben, wie der aussah. Das kennst du denn? Das kommt mir bekannt vor. Er ist einer von ihnen. Ich habe ihn auch schon gesehen. Oder von den Verrätern. Du weißt nicht zufällig, wo die zu finden sind. Wenn wir wüssten, wo sie sich eingekerkert haben, dann möchten wir keine Hilfe in Anspruch nehmen. Das sprichst du wohl recht, aber... Aber ich ich hätte da ein Angebot, was vielleicht interessant für dich wäre. Und zwar... Zählt das auch bei euch, dass eine Hand die andere wäscht? Was ist das für ein Deal, den du vorschlagen möchtest, Mensch? Also, wir helfen euch mit eurem Problem und beseitigen euren Abfall. Nun, es ist auch gleichzeitig euer Problem, nicht wahr? Wenn die Stadt stirbt, dann ist die weg. Ich drücke es anders aus. Wenn wir verschwinden, werdet ihr verschwinden. Und ich glaube, jemand, der die Ewigkeitszeit hat, möchte nicht seine Lebensspanne unnötig verkürzen, oder?
knurrt noch. Also wenn du so eppig darauf wärst, dass wir Feinde sind und du uns hier loshaben möchtest, dann hättest du das schon längst getan, oder? Wenn das sagt wollt, seid ihr schon alle drei tot. Inklusive der beiden im Haus. Wir haben sie gerettet, weil ich wusste, dass sie zu euch gehören. Gehörte der Militärtyp zu euch? Ja. Viele beim Militär arbeiten für uns. Also. Wir helfen euch und im Gegenzug vergisst du, dass dieser Ort existiert. Ihr werdet hier nicht auftauchen an diesem Ort. Das hat der Prinz zu entscheiden. Das kann ich dir nicht versprechen, Mensch. Gut, wenn es dem Prinzen wichtig ist, gibt es eine Möglichkeit, mit dem Prinz direkt zu reden. Nun, es ist nicht sicher, in diesen Straßen zu reisen momentan. Das habt ihr vielleicht schon festgestellt. Ja, das haben wir durchaus. Vor allen Dingen, wo die Verrückten durch die Straßen ziehen und alles wegbomben mit dieser schwarzen Substanz. Auch das haben wir schon mitgekriegt. Wir waren live dabei. Ein Wunder, dass ihr überlebt. Ein weiteres Indiz dafür, warum ich euch gefolgt bin. Ihr müsst irgendetwas besitzen oder irgendetwas haben, was euch schützt gegen dieses schwarze Ding. Ich gucke die anderen beiden an. Ich gucke ihn so an, als hätte ich keine Ahnung, wovon er ist. Ja, der bemerkt das natürlich auch und schluss dann halt. Ja. Die Augen zusammen. Ja gut. Kleiner Wicht. Denn so klein ist er nicht, der ist an die 2 Meter groß und hockt halt oben auf dem Dach. 2 Meter Wicht. Lakai. Ich nenne ihn jetzt Lakai. Lakai, da du gerade vom Kopfabtrennen gesprochen hast. Könntest du mir ein Schwert auftreiben? Was wärst du mit einem Schwert? Klar könnte ich dir ein Schwert geben. Köpfe abtrennen. Von bösen Viechern. Nun mal angenommen, wir stehen auf einer Seite. Auch wenn ich mir das noch schwerlich vorstellen kann. Gemeinsamer Feind macht uns zu im Moment Freuden Feind auf Zeit. Meines Feindes ist mein Freund, hat, glaube ich, einer von euch mal gesagt. Ja. Kanntest du ihn? Nein, aber ich kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der ihn kannte. Nochmal bei dem Bier vertiefen. Was meinst du, wie wir zu dritt in einer Millionenstadt wie New York etwas ausrichten können? Wie habt ihr bis jetzt überlebt? Können und Glück vielleicht. Dann habe ich ja nichts von euch zu wollen. Abstrakte Denkmethoden, ich würde es so nennen. Dann könnte ich euch töten. Und hätte keinen Verlust daraus, oder? Also, wenn uns ein paar von euch unterstützen, kann man da bestimmt was machen. Nun, deren Schwäche ist, sie können am Tag nicht sein. Deshalb brauchen sie uns. Vampire können am Tag nicht sein, das ist richtig. Aber diese Wesen, die sie erschaffen haben, können am Tag sein. Und ihre Ghule können am Tag sein. Und das ist deren Problem. Des Tags müssen Vampire schlafen und sind ohne Schutz. Das ist unser Problem. Die Gegenseite hat Wege gefunden. Viel mehr Männer und Frauen und Krieger zu haben eines Tages als wir. Habt ihr es mal mit Sonnencreme probiert? Hm.
Ich glaube, du solltest sie nicht zu sehr reizen. Wir sollten sie uns nicht verschätzen. Die Nacht ist noch jung. Ich denke, es wäre am besten, wenn wir mit eurem Anführer reden. Wenn er der Prinz ist der Stadt, wenn er der Herrscher von euch ist, dann sollten wir vielleicht nicht über seinen Kopf entscheiden. Ich werde ihn zu euch bringen. Ich denke, das ist sicherer, als wenn ihr zu ihm geht. Zu uns ist die Frage, wo wir sicher sind. Sind wir hier sicher im Moment? Für den Moment. Was meint ihr? Drei meiner Schwestern sind in der Umgebung verlassen. Haben wir hier jemanden zum Quatschen? John, was meinst du, John? Ist dein Haus. Ist deine Familie. Bleiben oder gehen? Ja, John sieht auch sehr nachdenklich aus. Nun, ihr verlangt wirklich viel von mir, das ist euch schon bewusst. Aber könnte deine Frau alleine gehen? Habt ihr Verwandte, wo sie hin kann? Ja, wo kommt man immer unter, wahr? Okay. Das gefällt mir. Sag mir, du hast deinen Namen nicht genannt. Wie ist dein Name? Ich habe schon lange nicht mehr einem Menschen meinen Namen verraten. Wozu musst du wissen, wie mein Name ist, Mensch? Damit ich dich anreden kann und nicht Hackfresse sagen muss. Sprich Meister zu mir. Das ist eine würdige Anrede. Nun. Er grinst und leckt sich dabei über seine spitzen Fangzähne. Nun. Folgendes. Wir bleiben. Und ihr gebt seiner Familie sicheres Geleit. Ihr bringt sie weg, sodass denen nichts passiert. Und wir bleiben. Das wird sich doch einrichten lassen. Oder ist das zu viel verlangt? Wir können es versuchen. Aber John? Die beiden dürfen uns nicht sehen. Wir müssen trotz allem die Maskerade wahren. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir euch nicht gesehen hatten in der Kanalisation. Ihr seid Teil der Welt, die wir betreten haben. Ihr seid die Jäger. Gibt es eine Möglichkeit von uns? Das ist kein Maskeradebruch. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr unerkannt mit denen fahrt? Wurde sie begleitet? Natürlich. Gut. John, was meinst du dazu? Wäre das... Ein Wort zu deiner Familie und wir sind nicht mehr für sie zuständig. Ich überlege. John, wir haben keine Zeit. Ist dieser Krieg im Moment nur hier in New York oder anderswo auch? Hier. Also sie wären woanders sicher. Gut, dann. Ihr seid doch ein Riesenunternehmen mit massig Geld, ne? Können wir sie nicht irgendwie in eine andere Ecke der USA bringen und dann, sagen wir mal, 2 Monate Cluburlaub finanzieren? Nein. Ich glaube, wir sollten sich überstrapazieren. Irgendwo weit weg. Wäre in Ordnung. Sie sollen erstmal hier raus. Ja. Wo hast du Verwandte? Hier in der Nähe oder? Ein bisschen weit weg. Ich gucke so zu dem Vampir, was er ist. Dafür, dass wir euch den Arsch
retten, ja? Erwarte ich nur eine einzige Sache von euch. Ihr bringt sie an den Zielort und ihr verschwindet wieder und danach vergesst ihr sie. Unser Clan ist nicht besonders gut darin im Vergessen. Entweder euer Clan lernt zu vergessen oder ihr werdet genau wie wir von der Bildfläche verschwinden. Wir sind allerdings sehr gut im Schweigen, wenn du das meinst. Nenn es wie du willst. Hauptsache, so hält, ihr haltet euch an unserem Deal. Ich habe ein ganzes Stück weg von hier aktuell eine leerstehende Kanzlei. Von daher, da könnten sie unterkommen. Dann bringt. Was ist deine ganze Ecke weg von hier? Frag ich mal auf. Das sind rund 2000 Kilometer. Ach, John, du musst doch irgendwo. John, du musst doch irgendwo Freundschaft haben, irgendwo eine Tante, die alleine lebt und Hilfe braucht. Ja, genau. Und ich verrate noch mehr Menschen, die ich kenne, an diese. Sauger. Wenn sie nicht eh schon wissen, wo deine Verwandtschaft wohnt. Das weiß er ja nicht. Ja. Er weiß. Ote, wir sprechen von Nossis, ne? Natürlich. Nossis, ne? Die haben wahrscheinlich tatsächlich hier, weil durch Leute. Die wissen, was du rosa Unterwäsche trägst. Mit Spitzen. Gut schön. Ja. Gut. Ihr sorgt dafür, dass seiner Familie nichts passiert, dass sie in Sicherheit kommt und wir bleiben. Wir reden mit eurem Prinzen und dann eine Bedingung habe ich noch. Diesen Typen, von dem ich dir erzählt habe, der gehört mir. Er nickt kurz, knurrt dabei. Das ist meiner. Ich habe da noch eine kleine Rechnung. Die ich ihm gerne bei Gelegenheit präsentieren möchte. Und ich hätte halt gerne das Schwert. Gut, ich denke, das sollte das kleinste Problem sein. Wir brauchen tatsächlich adäquate Waffen. Ich gebe unserem gut aussehenden Freund hier recht. Mit sowas kommen wir hier nicht weit. Das hilft vielleicht gegen diese Zombies. Oder was immer das für ein Pack ist. Das ist die Aber, na gut. Aber viele. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht von dem schwarzen Zeug erwischt werden. Das hat ein unserer Freunde schon. Das ist für unsere Art. Ihr habt uns doch verfolgt. Habt ihr drauf geachtet, wo Johnny hin ist? Nein. Ich habe euch verfolgt. Na gut. Nun, ich denke, wir haben einen Handel. Ihr sorgt dafür, dass seiner Frau und seinem Kind nichts passiert. Wir warten hier und werden mit eurem Prinzen reden. Wenn ihr noch einen von den kleinen Plagegeistern habt, dann setzt ihn auf Johnny an. Ja. Beschreibung, haben wir ein Bild von Johnny? Du müsstest ein Bild haben. Smartphone irgendwo, ja. Du müsstest ein Bild haben. Ich habe ein Bild auf dem Smartphone, genau. Warum ist dieser Mensch so wichtig? Er gehört zu dieser Gruppe und ist infiziert. Also. Oder war, also. Wir wissen es nicht. Wir konnten das schwarze Zeug wegschneiden, mehr oder weniger, aber. Und es wäre schlecht für uns und für euch, wenn jemand von uns überläuft. Schaut, haltet dann einfach Ausschau nach ihm. Nun gut. Falls es möglich ist. Aber wir sollten keine Zeit verlieren. Ich denke, du hast jetzt genug Aufgaben, die du zu erledigen hast. Und wir warten hier. Er nickt. Und zieht sich dann in den. Geht quasi nach hinten wieder etwas weiter von der Dachrinne weg, sodass er aus seinem Sichtbereich verschwindet. Und ist dann verschwunden. Halt nicht mehr sichtbar.
Chad, ich glaube, deine Frau sollte so langsam gehen. Je schneller sie weg ist, desto besser. Warum hört sich das gerade so falsch an? Und, ja. Hast du noch ein Auto außer dem Van und deinem kaputten? Hatte er. Hatte oder hat er noch? Hatte er. Mehr. Das ist das, was im Hotel steht. Ja. Okay, am besten sie geht mit dem Bus. Den Bus, mit dem ihr hergekommen seid, ja. Nein, mit dem anderen. Mit eurem. Und das. Gut, die werden uns sicher zum Sitzen bringen und werden dafür sorgen, dass wir da auch noch irgendwie lebendig ankommen. Oder was meint ihr? Also, da wir jetzt eine Nacht beschützt werden, würde ich mich eigentlich gerne aufs Ohr hauen. Ja, zumindest mal könnten wir vielleicht in Schichten schlafen. Ja, etwas schlafen für uns, glaube ich, allen. Na gut, wobei ich denke, dass wir nicht so viel Schlaf kriegen werden. Ich denke nicht, dass der Prinz uns tagsüber besuchen wird. Tagsüber werden wir, wenn er kommt. Tagsüber werden wir keinen Schutz haben. Gut. Ja, halt euch aufs Ohr, ich bleibe ja auf für die erste Schicht. Ich wecke dann einen von euch. Aber ich merke auch, ich werde müde. Habe ich da den gemütlichsten Bürostuhl aus New York gehört? Vielleicht. Aber links steht er nicht in New York. ja gut, wir müssen jetzt deine Frau losschicken. Du solltest dich von ihr verabschieden. Ja. Nur was sage ich ihr? Dass sie alleine los soll. Ja. Ach, hier soll aufs Fenster gucken und dann weiß sie, dass es sinnvoll ist zu gehen. Sag ihr, wir müssen bleiben. Wir müssen dem Freund helfen. So nennen wir das Ganze jetzt also schon. So weit ist es schon gekommen. Ja, du hast doch gehört, was er gesagt hat. Sag einfach, wir müssen Freunden helfen. Sie hat ja gesehen, was da draußen los ist. Sie wird die Leichen sehen. Ja. Ist dein Bus aufgeschlossen? Ja, aufgeschlossen und geteilt. Gut, ich werde dezent die rückseitige Tür öffnen. Hol deine Frau. Ja. Ah, ich gehe hoch. Schatz? Ja? Wir sind fertig, müssen noch mal. Wir können los. Gut, ihr fahrt. Was? Du fährst du deinen Verwandten nach Miami. Wir müssen noch mal los. Was? Du kommst nicht mit? Es ist besser für uns alle. Glaub mir. Willst du nicht hierbleiben und wir sollen alleine fahren? Ja, du musst alleine fahren. Es geht nicht anders. Ist es denn sicher draußen? Es wird sicher sein. Vertrau mir da einfach. Du kommst nach. Komme nach. Sobald ich kann. Versprochen. Man guckt dich so ganz wehleidig an. Ja, versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja. Dann gibt's noch einmal Familienkuscheln. Ja. Mein letztes Mal Familienkuscheln und dann wollen wir den Prinzen. Ja. Werden deine Frau und dein Sohn einsteigen in den Ghostbusters-Bus? Ja, ich werde zwischendurch auch hochgehen und die Koffer runtertragen, helfen und die Koffer selber in den Kofferraum hinten reinlegen. Ja. Im Vertrauen darauf, dass eine andere Person die Chance genutzt hat,
Und würde dann die Tür zumachen. Ja. Und ja, dann fahren sie irgendwann los, die Straße runter und langsam verschwinden dann irgendwann die Rücklichter am Horizont der Straße. Und das Fenster im Haus. Johnny guckt noch ziemlich lange, John guckt noch ziemlich lange nicht dem Ganzen nach. So als wüsste er nicht, ob er die schlechteste Entscheidung seines Lebens getroffen hat oder nicht. Und sind die anderen inzwischen schon reingegangen oder habt ihr John draußen alleine stehen lassen? Nee, ich werde schon noch stehen, mit ihm stehen. Konstantin? Hm? Du auch? Bleibst du auch draußen noch? Stimmt, ja. Nee, ich war ja schon im Bett. Oh, du bist schon ins Bett. Okay. Wir sollten reinschauen. Wirklich ein bisschen hin. Ich bleib noch im Rechen wach. Ja, ich nick ihm nur kurz so. Was wollten wir denn machen? Hoffen wir, dass es einfach hält. Sagst du jetzt so einfach. Dann dreht ihr euch um und geht wieder Richtung Tür und hört dann irgendwie ein leises Geräusch irgendwie. Es klingt nach jemandem, der laut schmatzend Popcorn isst. Dreht euch um und auf der anderen Straßenseite sitzt Mr. D mit hoch, also an so einem Schreibtisch, der mitten auf der Straße aufgebaut ist, in so einem Liegestuhl. Hat die Füße auf dem Schreibtisch und hat so eine dicke Packung Popcorn und isst die ganze Zeit. Und grinst euch an. Ich guck mal so in deine Richtung. Na, Mr. D! Hallo! Die Schulter. Wenn man vom Teufel spricht, nicht wahr? Und guckt sich so um und grinst dann. Und ich schulter meine Sportflinte. So schnell sieht man sich wieder. Redet nicht so, mampft nur weiter Popcorn. Schaut zu euch herüber auf die andere Straßenseite. Grinst noch einmal. Und ich denke, das ist ein schönes Bild, um den heutigen Stream zu beenden. Und ja, viel erfahren heute, viel weitergekommen. Und ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen, auch den Zuseherinnen und Zusehern da draußen. Euch natürlich am meisten, hoffe ich. Ja, natürlich. Wann ja, es weitergeht, werdet ihr erfahren auf dem Nordpol, www.nordpolforum.de. Ich danke dem Aulokat, dem Bero und dem Sleepnose für das tolle Spielen und sage mal, bis bald mal. Bis bald. Bis bald. Leute, trefft uns doch auf der RPC in Köln, denn der Nordpol wird dort einen Stand haben und der könnte uns alle sehen und uns fragen und so und anhauen. Genau. Ich weiß gar nicht, das Sleepnose kommt auch, ne? Ich habe ein Crossmaster-Turnier, ich werde aber zwischendurch immer am Stand vorbeischauen. Sehr also, Steve ist auch da, cool. Ja, dann ich nehme auch Autogramme. Ja, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Mitspielen. Macht's gut, tschüss. Eine schöne Restwoche.